Moleküle auch? Na, Orbitale und so weiter und so fort. Nein, was wir sehen und was wir wissen ist, dass für Rapid dieses Spiel der Fingerzeig ist, in welche Richtung es geht. Also im alten Rom wurden die Kämpfer unten, wo die Löwen waren. Da reden wir nicht drüber, so, was passiert ist, wenn es so gemacht wurde. Ja, richtig. Das wäre natürlich eine Niederlage, wäre, glaube ich, das Ende der Träume. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Mit einem Unentschieden nicht Fisch, nicht Fleisch, aber mit einem Sieg, dann könnte es noch einmal zu einer Hoffnung kommen, die vielleicht die Grünen auf eine Welle treibt oder auf eine Welle hebt, auf der man weiter surfen kann, in die Gefilde, wo es dann besonders warm ist. In der Tat, es gibt so viele Vorzeichen, du hast jetzt auch einige erläutert und trotzdem ist bei Rapid die Stimmung irgendwie so, liebe Zuschauer, dass im Vorfeld dieser Partie sich alles nach einer Art Stoßgebet anhört oder anhören könnte. Markus Klimmer. Lieber Fußballgott, Rapid muss in die Meistergruppe, Rapid muss gegen Salzburg gewinnen, die Chance muss am Leben bleiben. Ein guter Start ins Frühjahr ist so wichtig, Rapid muss gegen Salzburg gewinnen, sonst... Natürlich wäre es so, dass es wahrscheinlich dann, dass man es ad acta legen kann, das obere Bluff, das ist ganz klar. Na dann, hallo, Frühjahrssaison. Ich freue mich jetzt, dass die Liga losgeht und dass wir jetzt, ja, 2019 in der Liga zeigen können, dass wir besser sind als 2018. Denn mit diesem Albtraum-Derby gegen die Austria geht's in die Winterpause. Ja, schlaflose Nächte. Erste Nacht war sowieso schlaflos, weil der Kleine sehr unruhig war, weil er die Zähne gekriegt hat daheim. Aber das hat mir eh passt, weil ich glaube, da hätte ich nicht ganz so viel schlafen können. Rapid sowieso zahnlos. Wie passend. Da müssen wir einfach reifen, weil, wie gesagt, wir werden einfach, es wird ja jeder von uns älter und da muss auch einfach was in der Entwicklung passieren. Denn schon die Wochen davor in diesem Herbst, Rapid, genau. Zahnlos ist. Nein. Ja, es war generell zu wenig und in manchen Spielen hat sich vielleicht wirklich auch so angefühlt. Schwierig. Aber er selbst braucht sich wohl kaum etwas vorwerfen bislang in dieser Saison. Richard Strebinger rettet häufig in höchster Not und hält sein Team am Leben. Auf jeden Fall, denke ich, ist es sehr gut gelaufen für mich. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich das, was ich halt im Training mir erarbeite, eben am Platz zeigen habe können und dass ich dann auch eben in die Nationalmannschaft einberufen worden bin, dort mein erstes Spiel gegeben hat. Das hat mich schon auch wirklich stolz gemacht. Jetzt bereit? Es zählen nur Siege. Somit zählt jetzt auch nur ein Sieg gegen Salzburg. Schwierig genug, dieser Start ins Frühjahr. Ja, auf jeden Fall, aber das haben wir uns eben selber einbrockt. Und da müssen wir schauen, dass wir da rauskommen. Und natürlich ist gegen Salzburg, denke ich, wird es auch wieder viele geben, die sagen, wir haben keine Chance, aber ich sehe das anders. Doch die Körpersprache hier war auch schon einmal besser. Mailand, nicht gerade eine Tankstelle für Selbstvertrauen. Ich denke, trotzdem ist eine gewisse Enttäuschung zurückgeblieben, weil wir vielleicht alle etwas geträumt haben von dieser Überraschung. Hat nicht alles so geklappt und wir sind in die Realität zurückgeholt worden. Die Realität. Die Gegenwart. Heute. Braucht man natürlich jeden einzelnen Spieler, der was die Salzburger Mannschaft bekämpfen muss. Ein 11 frische Jungs auf den Platz bringen, die Salzburg bekämpfen werden. Es ist gleich, wer ins Allianzstadion kommt, den müssen wir bekämpfen. Kampf und Glaube. Und davon am besten jede Menge. Also Alfred Tata meint, Rapid sollte gewinnen. Didi Küber sagt eigentlich die ganze Woche, wir müssen gewinnen. Und Toni Pfeffer, wie gewinnt Rapid gegen Salzburg? 8-mal hintereinander. Kein Heimsieg gegen Red Bull. Insgesamt 12 Spiele sieglos gegen den Serienmeister. Wie glaubt denn das? Ich glaube nicht, dass man auf Schnipp einfach das Selbstvertrauen zurückgewinnt. Das wird schwer werden, das kann man sich vielleicht im Laufe einer Partie. Die Salzburger haben dieses Selbstvertrauen mit einem bravourösen Sieg gegen Brügge und natürlich mit einer Performance, die sie bisher abgeliefert haben, ohne dass sie jemals verloren haben in dieser Meisterschaft. Also das ist schon ein Brocken Selbstvertrauen, das in dieser Mannschaft ist. Und ich kann mir nur eines vorstellen, wenn Salzburg nicht das macht, was sie immer machen, nämlich den Gegner beackern mit allem, was zur Verfügung steht, mit
mit Druck, mit Pressing, was auch immer, weil sie spielen zu Hause wie auswärts immer dasselbe System und dieselbe Ausrichtung vom Spiel her, dann kann es vielleicht für Rapid eine Überraschung geben. Wenn die Salzburger ihr Spiel durchziehen, wird es sehr, sehr schwer für Rapid. Vielleicht hat Rapid aber trotzdem irgendwie sowas wie Selbstvertrauen, wenn man es jetzt nur auf Österreich reduziert durch den Cup gegen Hartberg, 5:2 gewonnen. Ich sage es wirklich genau so, meine ich es auch. Diese Worthülse Selbstvertrauen geht mir am Keks. Das ist zu viel mit Emotionen. Nein, auf dem Spielfeld, das taktische Verhalten und so weiter. Natürlich braucht man eine gehörige Portion an Leidenschaft für ein Spiel. Aber Selbstvertrauen ist das hängt so in der Luft wie eine Blase und die Regenbogenfarben und so weiter. Aber kann wichtig sein, nachhaltig für 90 Minuten. Apropos Emotion, ich lasse dich jetzt in Frieden. Didi Küber ist jetzt am Wort, hat mit unserem Kollegen Gerd Krawert gesprochen vor der Partie gegen Salzburg. Ein Sieg muss her, Didi Küber, das haben Sie selber festgestellt vor diesem Spiel. Wie soll es gelingen gegen die Übermächtigen? Das fragt man sich als neutraler Beobachter. Na, wie soll es gelingen? In Wahrheit ist es so, dass wir ein absolut gutes Spiel abliefern müssen. Das heißt, also wir dürfen sich keinen Weg nach hinten und nach vorne sparen. Wir müssen die Zweikampf wahrnehmen. Wir müssen schauen, dass wir Salzburg nicht zu viele Möglichkeiten ermöglichen. Und natürlich im Spiel nach vorne müssen wir auch versuchen, unser Spiel aufzuziehen. Wenngleich wir wissen, dass Salzburg sehr, sehr früh stört. Aber es sind viele Faktoren heute wichtig, dass man das Spiel gewinnt. Wenn man eben gewinnen will, muss man eben auch Tore machen. Von der Spielanlage her, was heißt das für heute? Naja, kompakt muss man wohl sein, das ist keine Frage, aber ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit nach vorne wohl bekommen werden. Natürlich müssen wir schauen, dass wir die Spieler nach vorne auch bringen, muss man sagen, mit guten Pässen, ja, und dann auch, dass man nachrücken anständig, dass man dort zu den Möglichkeiten kommt, die wir dann wiederum zu Toren führen könnten. Salzburg, ist das im Moment ein Kaliber wie Inter Mailand? Salzburg ist eine Top-Mannschaft, keine Frage. Also, sie haben es letztes Jahr bewiesen, sie haben es jetzt auch wieder bewiesen in der Euroleague. Und ich will es jetzt nicht größer machen, wie sie sind. Wir sind gut genug, sie zu schlagen und das wollen wir heute auch tun. Gegen Inter war für Stefan Schwab kein Platz in der Startformation. Warum ist es heute schon so? Weil ich entschieden habe. Was wollen Sie von ihm ganz konkret heute auch sehen? Dass er gut Fußball spielt. Und Schobesberger ist auch einer von 5 Neuen, der eben reingerückt ist. Wie intensiv soll er heute eingebunden sein im Spiel? Jetzt immer auf Namen da rumreiten, glaube ich, das ist der falsche Weg. Wir haben 11 Spieler am Platz und ich glaube, jeder Spieler muss heute seinen Anteil daran leisten, dass wir erfolgreich spielen. Es ist jetzt ganz gleich, ob Schobesberger, Schwab oder Pavlovic, es ist ganz gleich, wir haben heute eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen alle gemeinsam da Salzburg bekämpfen. Es geht um nichts anderes. Und Aliu Bagi, der neue Stürmer, der wäre heute erstmal spielberechtigt, sitzt auf der Bank. Wann präsentieren Sie uns den? Das weiß ich noch nicht. Woran liegt es? Woran liegt es? Natürlich ist der Spielstand wichtig. Also ich denke mal, er ist sehr laufstark, aber es ist einfach so, dass er jetzt für ein gesamtes Spiel noch nicht die Kraft hat, beziehungsweise dass er noch nicht die Laufwege kennt. Es kommt auf den Spielverlauf dran, natürlich. Ja, je länger das Gespräch dauert, desto kürzer angebunden der gute Didi Küber. Und wir reiten jetzt auf einem Namen herum. Schlage ich vor, ich würde auf den von Manuel Matic herumreiten. Was spricht für ihn heute, dieses schon mehrfach zitierte, den Gegner bekämpfen? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er den Matic bringt. Er ist einer, der schon robust ist im Zweikampf, aber auch einer, der mit einem geschickten Passspiel, einem genauen Passspiel nach in die Tiefe, das kann er schon. Also da hat er sicher eine Überlegung in diese Richtung, dass dieser Spieler vielleicht Salzburg mit seinem Passspiel wehtun kann. Friedl, 2:2 hast du getippt. Was spricht für Rapid heute? Selbstvertrauen aus dem Cup? Selbstvertrauen nicht. Die Nachhaltigkeit ist auch nicht das, was unbedingt jetzt ein Trumpf ist. Für Rapid spricht im Prinzip wenig. Weil Didi hat zwar gesagt, man soll Salzburg nicht größer machen, als sie sind. Wir sind imstande, sie zu schlagen. Aber sie sind Riesen. Rapid muss die alte Testament-Geschichte ausgraben. Der David gegen den Goliath. Sind wir schon so weit? Wir sind so weit. Dann kommt jetzt der Goliath dran. Marco Rose im Gespräch vor der Auswärtspartie bei Rapid. Noch einmal Gerd Krawert. Marco Rose, ist Salzburg schon wieder voll im Flow? Ja, glaube ich nicht. Wir haben jetzt 2 schwierige Spiele hinter uns gehabt im Pokal und auch das Hinspiel in Brügge.
und haben dann, glaube ich, jetzt zu Hause ein Ausrufezeichen setzen können. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir dranbleiben, dass wir uns reinarbeiten in einen möglichen Flow. Aber das ist immer dann auch leichter gesagt als getan. Am Donnerstag gab es eben diese wunderbare Gala gegen Brügge. Wie lange hält denn so ein Europa League-Rauschzustand an bei Ihnen? Nicht lange, weil wir dann zwei Tage später in den Bus steigen und nach Wien fahren. Du am nächsten Tag schon wieder das Wien-Spiel vorbereitest und du einfach genau weißt, okay, jetzt kommt die nächste Aufgabe, die ansteht, die du erfolgreich bestreiten musst und willst. Und deswegen haben wir da wenig Zeit, uns lange drüber zu freuen. Dennoch gab es natürlich dazwischen auch noch die Auslosung SSC Napoli, ein echtes Hammerlos mit dem Star-Trainer Carlo Ancelotti. Was ist denn da zu tun, dass man das zumindest vorerst beiseite schieben kann? Ich glaube, das haben die Jungs bis hierhin immer gut im Griff gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass uns sowas beeinflusst. Ich glaube, dass die Jungs schon fokussiert sind auf die tatsächliche Aufgabe, die im Moment ansteht. Und zum richtigen Moment werden wir uns dann auch um Neapel kümmern. Heute, wenn wir auf die Aufstellung schauen, eine nur, ich sag mal, leichte Rotation im Angriff der Brügge-Held Daka gemeinsam mit Minamino. Warum war denn für Munas Dabur, Ihren Top-Goalgetter, heute kein Platz vorerst? Weil wir natürlich schon drüber nachdenken, wer war wie belastet in den letzten Wochen. Munas hat alle drei Spiele komplett durchgespielt. Ich glaube, in Brügge ist er kurz vor Schluss raus. Und wir wollen schon auch heute hier eine gewisse Frische auf den Platz bringen, um einfach bei uns im Spiel zu bleiben. Und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen. Patson hat jetzt letzte Woche oder am Donnerstag 90 gespielt, davor eher weniger. Das bedeutet, er ist frisch. Hannes ist frisch im Pokal, nicht auf dem Platz gestanden. Am Donnerstag 60 und Taki ist sowieso frisch. Also das ist so die Denke dahinter. Nach 18 Runden in der Liga steht Red Bull Salzburg 28 Punkte vor dem heutigen Gegner, vor Rapid Wien. Also so klar wie noch nie wahrscheinlich die Ausgangslage vor diesem speziellen Spiel. Wie klar soll sich das heute auch auf dem Feld widerspiegeln? Ja, ich glaube, das eine ist die Tabelle, das andere ist heute der 24. Februar. Nach einer Vorbereitung, die beide gespielt haben und in den ersten beiden Spielen. Also denke, dass wir da schon näher beieinander sind, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Wir wissen, dass das heute ein ganz schweres Spiel wird. Rapid hier zu Hause kämpft einfach um die Chance, nochmal in die Meisterrunde reinzurutschen. Und deswegen müssen wir auf der Hut sein. Ja, und vielleicht sagen genau diese 28 Punkte, diese Geschichte mit David und Goliath auch aus. Toni, wie erwartest du Salzburg? Wir haben schon gehört, Rotation light heute, die Marco Rose reinschickt. Und die sind noch nicht in einem Flow, klingt wie eine Drohung. Nein, aber das beweist natürlich auch, wie ernst. Er nimmt es immer ernst, aber jetzt besonders, glaube ich, diese Partie ist für die Salzburger schon sehr, sehr wichtig. Und darum glaube ich, dass sie mit Volldampf in diese Partie hineingehen und relativ bald für klare Verhältnisse sorgen wollen. Warum ist die Partie für Salzburg so wichtig? Jede Partie ist wichtig. Sie haben bis jetzt noch nie verloren. Es gibt viele Mannschaften, die das erste Mal zusammenbringen wollen. Aber sie wollen sicher nicht, dass das Rapid macht. Es spielt eben Rapid gegen Salzburg. Sportlich trennen aktuell Welten die beiden Mannschaften. 28 Zähler nach 18 gespielten Runden. Die Differenz zwischen Salzburg und Rapid. Auch innerhalb der Teams gibt es eher Respekt. Denn Rivalität, gesunde Rivalität mit Sicherheit, aber vor allem Respekt. Immerhin gibt es ja zum Beispiel den ein oder anderen Rapidler wie etwa Stefan Schwab, der das Fußballspiel in der Akademie in Salzburg gelernt hat. Aber wenn es so etwas wie Ressentiments gibt, dann gibt es die vor allem auf Fanebene. Und deshalb gibt es auch immer wieder diese Brisanz und auch diesen Funken an Anspannung bei allen Beteiligten hier vor diesem Spiel zwischen Rapid und Salzburg. 20.000 in etwa sind ins Allianzstadion gekommen und die Spieler sind bereit, um heute hier auch uns einiges zu bieten. Vor allem muss ja Rapid liefern. Will man noch unter die Top 6, also will man noch in die Meistergruppe kommen, die dann ab Mitte März im sogenannten Finaldurchgang die entscheidende Phase absolviert. Gemeinsam kämpfen und siegen. Und das wollen wir hier heute zu Hause in unserem Stadion.
Das erste Duell ging ja an Salzburg im Herbst und heute also die Möglichkeit für Rapid, nicht nur in diesem Prestigekampf auch wieder mal zu gewinnen. Der letzte Rapid-Sieg liegt 3,5 Jahre zurück, dazwischen 13 Spiele, in denen die heute in Rot spielenden Salzburger ungeschlagen geblieben sind. Unparteiische ist der erfahrenste aktuell in der österreichischen Bundesliga, Robert Schörnhofer, und es ist eine Premiere. Er ist nämlich seit Anfang Februar 46 und er ist damit der erste Schiedsrichter, der in der österreichischen Bundesliga im Alter von 46 ein Fußballspiel leitet, denn das Alterslimit wurde abgeschafft. Man möchte fast sagen, eine Lex Schörnhofer. Ab sofort zählen nur mehr Leistungstests und Regeltests und die hat alle bestanden und deshalb ist der FIFA-Schiedsrichter, der, um es exakt zu formulieren, am vergangenen Donnerstag seinen 46. Geburtstag gefeiert hat, heute hier also im Einsatz. Die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Rapid, die Mannschaft von Didi Kübauer. In Grau sehen Sie eingeblendet jene 5 Spieler, die im Vergleich zum Donnerstagsspiel im San Siro beim 0:4 gegen Inter neu in der Mannschaft sind. Auer ersetzt den erkrankten Potzmann, Martic und Schwab spielen statt Ljubicic und Grahovac, der Bosnier heute nicht einmal im Kader. Und Berisha, der am Donnerstag gelb gesperrt war, ersetzt heute Murk, der auf der Bank ist, und Schobesberger den Rumänen Ivan. Pavlovic bleibt Sturmspitze. Wie schon am Donnerstag beim letzten Europa-League-Spiel von Rapid in dieser Saison. Platzwahl ging an Rapid, Anstoß hat Salzburg. Andi Ulmer, der Salzburg-Kapitän, hat also seine Europacup-Truppe, die also ins Achtelfinale der Europa-League eingezogen ist, durch ein fulminantes 4:0. Aufs Feld geführt. Bei Salzburg 4 Veränderungen. Die eine war klar, Stankovic statt Walke. Die beiden Goalies rotieren. Ramaljo kehrt zurück, war am Donnerstag gelb gesperrt. Das trifft sich auch deshalb ganz gut, weil Pongracic doch schlimmer verletzt wurde beim Europa-League-Einsatz. Der Kroate wird wohl auch gegen Neapel fehlen. Mwepu spielt noch und Minamino, das heißt Dabur auf der Bank. Und Mwepu ersetzt den ebenfalls verletzten Junuzovic, der allerdings nicht ganz so schlimm verletzt ist wie Pongracic. Und das war der Matchwinner vom Donnerstag, Patson Daka, der Nachwuchsspieler Afrikas 2017. Damit ist auch schon vieles gesagt, dass so einer hier in Österreich im Einsatz ist. Und Andrija Pavlovic, das Gegenüber heute bei Rapid, erwartet noch auf seinen ersten Ligatreffer. Im Pokal allerdings war er schon erfolgreich. Zuletzt auch vor einer Woche gegen Hartberg als Rapid souverän mit einem 5:2 ins Viertelfinale, ins Halbfinale eingezogen ist. Los geht's. Salzburg also in der ersten Hälfte in den roten Trikots von links nach rechts. Und bei Salzburg geht es darum, wie immer zu punkten, weil man das ganz einfach auch als grundlegende Arbeitseinstellung sieht. Bei Rapid geht es auch darum, heute hier eben noch die Minimalchance vielleicht wahrzunehmen, unter die Top 6 zu kommen. Die Konkurrenz hat heute ja zumindest ein wenig gepunktet. Hartberg liegt ja davor auf Platz 7, einen Zähler mehr, und Sturm mittlerweile mit der Austria ex aequo 27 Zähler, also 7 Zähler vor den Rapid. Samaseko und Ongwene, der Mann aus Kamerun, der in Frankreich aufgewachsen ist, dort auch das Fußballspielen gelernt hat. Und erstmals Rapid mit Schobesberger. Der gegen Wepu den kürzeren zieht. Leiner. Minamino, Wolf. Minamino dann auch noch mit Sonnleitner zusammengestoßen. Spiel läuft aber mit Ballbesitz Salzburg weiter. Thank you.
René. Salzburg mit dem Spielaufbau. Rapid steht vorerst kompakt, überlässt den Salzburgern in dieser Anfangsphase den Ball, um aber dann eben früh zu stören und dann vielleicht mit Balleroberung das Spiel schnell zu machen. Aber Konzentrationsmangel hier bei Pavlovic. So gibt es nicht eine erste Offensivaktion von Rapid. Schlager, der in einer starken Salzburger Mannschaft am Donnerstag noch zusätzlich herausgestochen hat, neben Batz und Tacker. Leiner auf Mwepo. Er kommt nochmals an den Ball. Leiner scheitert aber am Bolingoli. Mwepo, der zweite Mann aus Sambia, bekommt keinen Freistoß, aber dafür den Eckball. Absicht war es natürlich keine, aber das Handspiel war aus der Sicht der Unparteiischen eben deshalb nicht strafbar. Wobei es beinahe unerheblich ist, ob Freistoß oder Eckball, Entfernung ist und Position. Ganz schlecht zu Ende gespielt von Rapid. Zunächst Berisha stark gegen Mwepu. Dann dauert es zu lange, bis Schobesberger den Ball spielt. Entscheidung von Assistent Bekanovic, richtig angezeigt und damit die Abseitsposition von Rapid. Also das wäre natürlich so etwas wie eine Möglichkeit, wenn man schnell nach Balleroberung nach vorne spielt, aber dann heißt es eben auch konzentrierter zu arbeiten. Aber der erste zumindest gefährliche Moment in diesem Spiel nach 5 Minuten. Auf der anderen Seite jetzt wieder Salzburg mit Minamino. Spitzer Winkel, Außennetz. Auer bleibt weit weg. Aber Strebinger wäre wohl dort gewesen. Takumi Minamino, der einfach ein beliebter Ergänzungsspieler bei Marco Rose ist. Wenn dann einmal Gulbrandsen nicht fit ist, Tabur, so wie heute, ein wenig Pause braucht, ist auch Minamino wieder mal dran. Es geht ja Prevljak ähnlich. Schlager! Matic verliert den Ball an Minamino. Dann ist es Schwab, der dann noch retten kann. Guené vor Pavlovic. Diesmal Matic geschickt den Körper gegen Wolf eingesetzt. Auch Salzburg geht sehr aggressiv in die Zweikämpfe und holt dann immer wieder auch den Ball. Leiner. Mwepu bindet Ulmer ins Angriffsspiel mit ein. Schlager. Sonnleitner vor Minamino. Nochmal Schlager und Strebinger. Saber Schlager, der ja am Donnerstag das 1:0 erzielt hat. Dem zuvor Tabur Strafstoß vergeben hat. Der Liga-Schlager heuer schon viermal erfolgreich, damit ein Tor mehr erzielt als der gefährlichste Rapidler. Aber das war eines der ganz großen Probleme von Rapid im Herbst und auch im Duell mit Inter Mailand, nämlich Chancen herauszuarbeiten und Chancen zu verwerten. Rapid ja in der Meisterschaft erst mit 17 Toren.
Keine Mannschaft hat weniger Treffer erzielt. Das soll ja im Frühjahr besser werden. Nasmünner, beinahe hat er den Ball unter Kontrolle gebracht. Samaseko, Schwab, Berisha und Schlager. Gemeinsam mit Samaseko wird das Problem gelöst. Gut gelöst, Schobesberger, vorbei an Ramaljo, Nasmünner und die Möglichkeit für Matic, aber das war ein Schüsschen. Ein Torschuss, aber einer ohne Gefahr. Spiel von Samaseko an Schwab. Kommt er zu spät, gibt den Freistoß für Rapid. Beinahe gefährlich für Stankovic, vor ihm zu liegen gekommen, aber gerade noch von Ulmer entschärft. Einwurf Salzburg. Wolf auf Daka. Sandberg geht alleine, bekommt den Freistoß und Hofmann die gelbe Karte. Aufregung bei den Rapid-Spielern, bei der Betreuerbank sowieso, aber die ist ja ohnehin immer unterwegs. Kübauer und der Rest des Betreuerstabs. Nochmal Staka. Wird deutlich getroffen von Hofmann. Und wenn einer so in einen Zweikampf geht, aus dieser Perspektive noch deutlicher zu sehen, das ist ein Foul. Da ist auch keine Chance, noch einen Ball zu bekommen. Das ist eine klare gelbe Karte. Kübauer sieht es anders. Aber er hat vielleicht nicht die Zeitlupe gesehen. Freistoß Minamino, zu kurz. Gut gespielt von Knasmüller. Berisha gegen Wolf. Da muss er einmal abdrehen. Der Norweger, dann wollte er nochmals auf Knasmüller spielen. Was zeigen diese ersten 12 Minuten? Rapid versteckt sich nicht, ist mutiger als etwa im Heimspiel gegen Inter Mailand vor 10 Tagen, als man ja gefühlt kaum in die gegnerische Hälfte gekommen ist. Das spürt auch hier das Publikum im Allianzstadion, das sich so immer hebt, weil sich Rapid hier doch wesentlich agiler in dieser Anfangsphase präsentiert, als vielleicht von manchen erwartet.
Schlager. Wolf. Minamino. Vorbei an Hofmann. Dann konnte aber Hofmann hier noch eingreifen, entscheidend. Fehler von Schwab. Und Wepu zieht gleich mal ab. Enoch Wepu. Muss Strebinger nicht eingreifen. Der Schwab wartet und dann gelingt ihm der Pass nicht. Wepu, ebenso wie Daka, im selben Club, in derselben Akademie ausgebildet worden. In Sambia, bei Kafue Celtic. Und beide sind ja dann im Jahr 2017 zu Salzburg gestoßen. Wepu erst im Sommer 17, Daka schon im Frühjahr, deshalb war er auch bei der Youth League mit dabei. Gar nicht unwesentlich daran beteiligt, dass Salzburg mit Marco Rose Bewerb gewinnen konnte und letztlich dadurch auch der Trainer jetzt schon in der zweiten Saison bei Salzburgs A-Team Marco Rose heißt. War eine ganz knappe Entscheidung, sagen wir die Verantwortlichen selbst, zwischen Rose und Letsch. Ja, jetzt Rose entscheidend besser als seinem ehemaligen Kollegen im Nachwuchs der Salzburger, Thomas Letsch, bei der Austria. Gemacht von Daka, Ball behauptet, Samaseko mit Schlager und Ulmer. Sonnleitner vor Batz und Daka. Sonnleitners Vertrag wurde ja verlängert in der Winterpause um 2 Jahre. Bis 2021, dann ist er knapp 35, wenn er die Fußballpension geht. Schwab. Berisha arbeitet gut. Schwab in den Rücken von Schobesberger. Gefühlt jetzt die dritte schlechte Aktion von Stefan Schwab innerhalb von 3 Minuten. Rapid-Kapitän, der ja in Mailand nicht in der Startformation gestanden ist. Der sich auch selbst immer unter Druck setzt, hat man das Gefühl, alles zerreißen zu müssen. Dann sehr oft auch eben, wie gesehen, Fehler macht.
hin und abseits. Abschläge von Strebinger, um auch sich dem Pressing der Salzburger zu entziehen. Das ist ja eines der Merkmale der Salzburger. Balleroberung schon im gegnerischen Drittel, um dann nur einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Handspiel von Knasmüller, Freistoß Salzburg. Leiner. Sonnleitner hat viel zu tun mit Dacker, aber bis jetzt sehr präsent, der Rapid Oldie. Der Schlager war etwas zu nachsichtig. Ausspiel von Onguene an Berisha. Der Ausgangspunkt war das schlechte Abspiel von Schlager, beziehungsweise sein Zweikampfverhalten, und dann macht hier Onguene noch das Foul. Teamspieler aus Kamerun, Jérôme Onguene. Der auch am Donnerstag unaufgeregt das alles erfüllt hat. Vorteil gibt's. Roland Dacker, Leiner sucht Minamino, der Ball ist schwierig, was macht Minamino gegen Strebinger? Noch immer Minamino, und dann ist es im entscheidenden Moment noch Schobesberger, der da Minaminos Schuss ablockt. Zuspieler auf Minamino, der da ein technisches Schmankerl liefert, das auch ein bisschen zufällig war. Und dann Schobesberger, wichtige Defensivaktion vom Offensivmann von Rapid, der dann auch dem Eckball zurückgesprintet ist. Haben die Salzburger ja relativ schnell dann den Angriff gestartet. Wieder mal mit Auge nach dem Zuspiel von Schwab, das nicht angekommen ist bei Bolingoli. Ah, Rapid beißt sich so richtig rein in die Zweikämpfe und hat jetzt durch Berisha die Chance. Stankovic, die erste wirklich nennenswerte Aktion. Mit Abschluss in Minute 23. Schlager verliert den Zweikampf. Knasmüller mit Übersicht und die Direktabnahme von Veto und Berisha zu zentral letztlich. Den muss natürlich dann auch Stankovic ablenken. Aber das war das Gefährlichste von Rapid bisher in diesem Spiel. Bei Salzburg gab es ja schon den ein oder anderen Angriff, vor allem von Minamino. Schuss von Schlager, Stankovic, unorthodox mit einer Faust, Abwehr, nächster Versuch. Schobesberger, die Chance für Pavlovic, zu zentral, auch das war eine Möglichkeit. Nun muss er den auch irgendwie platzierter treffen, auch in der Liga anzuschreiben. Also zwei gute Momente hier innerhalb kürzester Zeit für Rapid.
für Salzburg gewarnt sein, dass Rapid also auch den Abschluss sucht. Seko auch nicht wirklich exakt gespielt. Dann wieder mal der Versuch bei Rapid, schnell auf die Spitzen zu spielen. Das Duell. Amalio gewinnt den Kopfball-Zweikampf. Wepu, Wolf, Wepu schön durchgesteckt. Auf Leiner im Zentrum ist Daka, aber Leiner versucht selbst und Strebinger hält die Null. Große Möglichkeit für Salzburg. Leiner allerdings am Ende wohl um einen Tick zu egoistisch. So gibt es weiterhin kein Tor hier im Allianz-Stadion. Rapid wieder. Spiel ist munter nach 25 Minuten, weil Rapid hier bemüht ist, sich versteckt, wenn auch dann oft in den Zuspielen die Passgenauigkeit fehlt. Aber es ist ein flottes Spielchen hier zwischen Rapid und Salzburg. Kurzweilig. Wolf auf Daka, der spielt auf Minamino, aber da war Sonnleitner zur Stelle. Nach dem starken Moment von Rapid, dieser eine Minute, jetzt wieder Salzburg. Spielbestimmend. Wepo auf Leiner. Kein Problem für Strebing. Davor nochmals diese Aktion. Wepo auf Leiner und der scheitert an Strebing. Pavlovic, Direktabnahme, aber der Ball landet nicht bei Gnasmüller. Der Rapid-Geschäftsführer Sport, Freddy Pickel, heute im Allianz-Stadion, morgen dann im Talk und Tore-Studio, gemeinsam mit Ali Hörtnagel, dem ehemaligen Rapid-Sportdirektor, aktuell ja Geschäftsführer Sport bei Wacker Innsbruck, und die beiden Journalisten Gerd Weber und Rainer Bartenschlager sind auch mit dabei. Ab 20.15 Uhr gibt es also wieder ab morgen Talk und Tore mit der ersten Ausgabe 2019.
Matic wartet zu lange, wird da von Daka gestört und der Ball ist wieder bei Salzburg. Immer länger, aber auch zu lang für Pazzo und Daka. Marco Rose mit Anweisungen an Sander Sick und auch an Hannes Wolf. Halbe Stunde das Spiel mit leichten Vorteilen für Salzburg, was den Ballbesitz betrifft, auch das Zweikampfverhalten bei den Salzburgern letztlich erfolgreicher, aber Torschüsse ausgeglichen. Rapid hatte rund um die Minute 23 zwei vielversprechende Aktionen. Salzburg hatte auch durch Leiner und Minamino schon Möglichkeiten. Da ist wieder der Japaner. Tolle Ballannahme. Wird den Ball auch stark mitnimmt gegen Auer. Und dann der Ball auf Daka, aber Strebinger sehr mutig. Kommt da gerade noch rechtzeitig raus. Nasmünner mit Übersicht. Schobesberger. Stoß Salzburg. Bolingoli, der bisher offensiv noch kaum in Erscheinung getreten ist, weil er auch sehr viel Defensivarbeit zu verrichten hat. Strebinger bis jetzt fehlerfrei, auch bei dieser Aktion. Keine Abseitsposition, Daka kommt, der Rapid-Torhüter mutig heraus. Diese Saison ja mit Abstand der beste Rapidler. Richard Strebinger in einer alles in allem, vor allem in der Liga, verkorksten Saison bisher. Strebinger stark, Sonnleitner schenkt Salzburg einen Eckball. Salzburg flankt vorerst gar nicht. Erst jetzt Samasekus, schlechter Ball letztlich. Auch deshalb, weil bei Rapid natürlich sehr viel Präsenz ist in der Luft. Mit Matic ist er noch ein zusätzlicher dabei. Heute bei der Mannschaft von Kübauer. Der ja verzichtet, Didi Kübauer, auf Mateo Barac zum vierten Mal in Folge. Der Kroate, der um 1,2 Millionen Euro verpflichtet wurde, nicht im Kader. Deni Ala, der den 1. Oktober 2018 wohl nie vergessen wird, denn an dem Tag wurde Didi Kübauer Rapid-Trainer, ist heute auch nicht dabei. Und Grahovac ebenfalls nicht im Kader. Botsmann erkrankt, Dibon verletzt, das ist die Personalsituation bei Rapid. Deshalb erstmals Badji, Senegalese, im 18-Mann-Kader von Rapid, weil er auch die Spielgenehmigung am Freitag erhalten hat. Wieder Salzburg mit Wolf.
schwieriger Ball für Daka, da ist Mwepu. Oh, dann nimmt Poligoli einfach die Kugel ab, die Chance und wieder Streminger, der die Null hält. Also das sind Fehler, die sich da die Rapid-Feldspieler erlauben, die eigentlich bestraft werden. Aber es gibt eben diesen Streminger, der hier Rapid im Spiel hält. Schobesberger. Ein untauglicher Pass auf Pavlovic. Zumindest dauert es. Salzburg ist somit wieder gestellt. Alles von vorne. Also mittlerweile ein klares Chancenplus bei Salzburg. Aber die Mannschaft, die überlegen die Tabelle anführt, der Meister und Titelverteidiger, ist sehr generös und absolut nicht effizient. Zweimal Strebinger mit einer starken Parade. Einmal auch gut herausgelaufen. Gemacht auf Minamino, 3 gegen 2, Salzburg mit Schlager, Daka und der geht knapp am Tor vorbei. Also jetzt gibt es praktisch im Minutentakt eine Großchance für Salzburg. Rapid immer wieder mit Fehlern im Spielaufbau und Salzburg macht es dann auch nicht immer so geschickt. Das war keine Abseitsposition, aber souverän gespielt war es auch nicht. Schlagers Ball auf Daka, der allerdings dann mit einer ganz feinen Schusstechnik, da wäre Strebinger chancenlos gewesen. Die Salzburger Ersatzbank, der Top-Torjäger sitzt draußen, Munas Dabur. Er ist ja nicht nur der Führende in der Torschützenliste in Österreich, sondern er führt auch mit 7 Treffern in der Europa League im Hauptbewerb. Ja, links neben ihm war Walke, rechts Szoboszlai, der Ungar. Prevljak ist auch auf der Bank. Übrigens Prevljak und Dabur ja beide mit 9 Treffern. Und damit haben beide gemeinsam mehr Tore erzielt als Rapid in 18 Spielen in dieser Saison. Salzburg, ja, trotz der verletzten Spieler, Janosovic mit den Muskelproblemen am Oberschenkel, könnte sich für Napoli ausgehen, nicht dabei. Bonkacic hat mehr Schmerzen, das wird fraglich, ob der Kroate fit wird. Eher nicht, heißt es zumindest aus heutiger Sicht von den Salzburger Verantwortlichen. Gulbrandsen hat Muskelfaserriss und Van der Werf fällt ohnehin das gesamte Frühjahr aus. Und trotz dieser Ausfälle haben's Farkas, Leitgeb und auch Bernet, der Neuzugang von Paris Saint-Germain, nicht in den Kader geschafft. Also die Qualität ist ja praktisch nicht enden wollend beim Meister. Hofmann mit Problemen. Deko kommt da nicht an Schobesberger ran, aber jetzt hat Anguene den Ball. Schlager. Rechter Ball von Schlager, der insgesamt in den ersten 5 bis 10 Minuten präsent war, aber seither ist Schlager eigentlich fehleranfällig, verliert auch viele Zweikämpfe, wirkt vielleicht auch ein bisschen ausgepowert nach dem Donnerstagsspiel. Auf der Janusowitsch-Position Schlager. Auf der anderen Seite spielt Mwepo. Foulspiel von Matic, der auch gelb kassiert.
Firmino. Matic ärgert sich über seine Mannschaftskollegen, über Schobesberger, dass er hier zunächst Weppo und dann steigt er da auch noch Minamino hinein, fault. Also die Gelbe hat er sich zu Recht abgeholt, eine mit Folgen für Matic, es ist seine fünfte. Damit fällt der zentrale Mittelfeldspieler nächste Woche ausgerechnet im Duell mit seinem Ex-Club in St. Pölten. Gut, aber durch die Verpflichtung von Grauwarz gibt es ja mit den Bosnier, mit Ljubicic und Schwab jede Menge Spieler für diese Position. 5 Minuten noch in dieser ersten Spielhälfte. Da haben wir den neuen Mann von Rapid. Aliou Bacci. Der also die Offensivprobleme von Rapid lösen soll. Optisch wirkt er sehr robust, so ist auch seine Spielweise. Vielleicht sehen wir ihn heute zum ersten Mal in der Bundesliga. Ulmers Ball auf Daka wird für den Mann aus Afrika unerreichbar. Schemhofer hat dann auch noch Sonnleitner mitgeteilt, dass er gesehen hat, dass er Daka etwas gesperrt hat. Aber den Freistoß hat er nicht gepfiffen. Gab Einwurf für Salzburg. Und jetzt Ballbesitz Rapid. Schwab. Wieder mal ins Niemandsland. Also Stefan Schwab mit Verlaub. Die Passquote bei ihm ist unterirdisch in dieser ersten Spielhälfte. Anguene auf Leiner. Steht wieder. Salzburg kommt mit Leiner. Ja, diesmal hat Bolingoli den Zweikampf für sich entscheiden können. Macht Rapid schnell, so nichts. Weppu. Und Schwab gewinnt dieses Duell, zumindest einen Angriff verhindert. Salzburger Spiel ist ja wirklich variabel, das sieht man heute auch wieder. Das heißt immer, es ist so viel Pressing, aber Salzburg hat ja den meisten Ballbesitz aller österreichischen Clubs. Damit sieht man auch schon, dass Marco Rose seine Mannschaft auch andere Spielidee mitgeben kann. Und heute sieht man auch nicht nur das Umschaltspiel, sondern viele hohe Bälle auf Daka, auf Minamino, wo dann Sonnleitner und Hofmann so ihre Probleme haben. Das ist schon auch ein bewusstes Zeichen, dass man einen Gegner eben sehr exakt analysiert, um dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das einzig Positive an der Geschichte aus der Sicht von Rapid ist bisher, dass es noch keinen Gegentreffer gegeben hat. Dank Richard Strebing. Fehlpass, diesmal von Sonnleitner. Weppu. Und letzte Minute in der ersten Spielhälfte regulär zu spielen. Ulmer. Und
Abzeichen hat es nicht gegeben. Wie es aussieht, gibt es auch keine Nachspielzeit. Schlage im Abseits. Der Treffer zählt nicht. Entscheidung richtig. Markus Gocci, der Assistent, braucht keinen Videoschiedsrichter. Hat auch so alles im Blick. Das war's. Eine erste Spielhälfte, die insgesamt kurzweilig war, allerdings doch mit Vorteilen von Salzburg. Die Mannschaft hatte mehr vom Spiel. Minamino, Daka, Leiner mit Möglichkeiten. Rapid war Minute 23:24 durch Berisha und Pavlovic gefährlich. War bemüht, war agil, vor allem zu Spielbeginn aggressiv. Aber mit Fortdauer des Spiels, vor allem in der letzten Viertelstunde, hat Salzburg doch deutlich hier das Kommando übernommen. Einzig und allein Richard Strebinger, der hier als letzter jetzt mit Stankovic da vom Feld geht, ist es aus Rapid-Sicht zu verdanken, dass eben noch kein Tor gefallen ist. Stankovic war sicher, ist er heute für ihn sein zweites Pflichtspiel im Jahr 2019, denn er hat im Pokal gegen Wiener Neustadt gespielt. Wo da normalerweise ja Walke gesetzt ist, aber man wollte ihm eben auch schon vor diesem Rapid-Spiel ein wenig Spielpraxis in einem Pflichtspiel geben. Die Fakten dieser ersten Spielhälfte belegen das soeben auch erwähnte. Salzburg mit mehr Schüssen, aber die Schüsse, die aufs Tor waren, sind dann ausgeglichen. Insgesamt eben Salzburg mit mehr Spielanteilen. Zweikampfbilanz war nach etwa 30, 35 Minuten auf Seiten der Salzburger. Deutlich, jetzt hat Rapid leicht die Nase vorn. Muss auch in viele Zweikämpfe gehen. Passgenauigkeit bei Rapid dann doch ausbaufähig. Und das wird dann auch ein Schlüssel sein, um dann vielleicht mit einem entscheidenden Pass auch in der Offensive gefährlicher zu werden. So ist im Moment wohl das Maximum ein Punkt für Rapid, der aber mit Blick Richtung Top 6 zu wenig sein kann. Ja, Rapid gegen Salzburg hat der Abschluss der 19. Runde. Der Runde, die den Frühjahrsauftakt bedeutet, noch keine Treffer in Wien-Hütteldorf. Nach 45 Minuten Alfred Tata und Toni Pfeffer versuchen mit mir diese erste Hälfte einzuschätzen. Toni, was sagen wir? Einiges los, positiv, einige Fehler, negativ. Ja, also Rapid versteht sich einmal nicht. Das ist einmal das Positive aus der Rapid-Sicht. Salzburg, muss man sagen, nicht so diese Dominanz, die ich mir eigentlich erwartet habe. Man hat erst ab Mitte erster Halbzeit zwei Großchancen vorgefunden, die man natürlich machen kann, die aber auch Strebinger zunichte gemacht hat. Im Großen und Ganzen bemüht sich Rapid, versteckt sich nicht, schaut auch, dass sie zu Chancen kommt, was natürlich schwierig ist gegen Salzburg. Aber im Großen und Ganzen ist dieses X auch leistungsgerecht verteilt. Macht Salzburg heute nicht so gut, Alfred, weil es Rapid bisher ganz gut macht? Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe Folgendes, dass Salzburg mit den beiden sehr flinken Spielern vorne, Daka und Minamino, die Rapid-Verteidigung unter Druck setzt. Insofern, weil sie ja mit dieser Schnelligkeit in die Tiefe gegen Hofmann und gegen Sonnleitner natürlich im Vorteil sind. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel schon Sonnleitner eine gelbe Karte hat. Das heißt, der Druck von diesen beiden Stürmern auf die unmittelbare Verteidigung ist vorhanden. Die Achillesferse allerdings natürlich ist in dieser Hinsicht, die beiden sind zwar extrem schnell in die Tiefe, aber das, was Salzburg im Strafraum dann fehlt, ist der Bur. Derjenige, der die Tore machen kann, der also sozusagen, wenn ihm eine Chance vor die Füße fällt, sozusagen dann den Ball auch hineinhaut. Das heißt, die Idee von Rose ist ganz klar, aber ich glaube, er wird in der zweiten Hälfte dann Tabur bringen, um endlich dieses erlösende Tor zu erzielen. Also im Laufe der Partie wohl schon. Schauen wir mal in die Highlights dieser ersten Hälfte. In der fünften Minute die erste Aktion. Die hat für Rapid wirklich gut begonnen und mit einem Ballgewinn von Berisha gegen eben eine der recht zahlreichen schlampigen Aktionen der Salzburg. Aber dann wird es eigentlich immer schlechter, Toni.
Ja, dann hat man den Ball viel zu spät gespielt auf Schobesberger oder auf Berisha, glaube ich, in dem Fall. Auf jeden Fall ins Abseits. Ja, genau. Kann man natürlich viel oder muss man natürlich, wenn man genau weiß, man muss die wenigen Chancen, die man vorfindet gegen Salzburg, auch anständig zu Ende spielen. Das haben sie hier nicht gemacht. Allzu viele Chancen werden sie so nicht bekommen. Kommt immer darauf an, wie viele zugelassen werden, wie viele Fehler die Salzburger machen. Wenn Rapid eine Aktion hatte, dann eben nach einem Salzburg-Fehler. In dem Fall war es Xaver Schlager. Wir sind, liebe Zuschauer, in der 23. Minute müde, Fragezeichen. Ich würde mal sagen, nein. Alfred Tatar meint nein. Berisha macht es nicht besonders gut. Aber Rapid hatte eben die Gelegenheit. Ja, also Ballgewinn im Mittelfeld, dann relativ rasch der Angriff nach vorne getragen. Aber in diesem Fall natürlich könnte der Berisha schon mehr herausholen, indem er auch den Ball annimmt. Weil ein unmittelbarer Verteidiger war 4-5 Meter weit weg. Das heißt, er hätte mit einer kurzen Annahme und mit einem Haken ins Zentrum hinein ein paar Meter gut machen können, verbessern können. Und dann wäre vielleicht ein platzierter Schuss ins lange Eck möglicher gewesen. Also da war mehr drinnen. Was macht Salzburg? Vielleicht eine typische Aktion, die wir herausgesucht haben, zumindest in dieser Phase der Partie. Takumi Minamino, der will heute sehr viel, der ist auch recht auffällig, aber ganz am Ende vielleicht etwas schlampig gespielt und Strebinger sehr, sehr gut drauf. Ja, Strebinger ist immer am Posten, ist ein Fixposten in dieser Mannschaft. Erkennt hier, dass das noch haarig werden kann. Und wir sehen, dass Rapid auch diese Pässe zulässt in der Verlangsamung. Ja, aber die kann man ja im Endeffekt nicht verhindern gegen Salzburg. Das ist einfach diese Geschwindigkeit, die eben der Alfred gesagt hat, die hat man natürlich mit diesen zwei schnellen Stürmern und das kann man nicht ganz ausschalten. Chancen plus haben wir gehört und das manifestiert sich dann gegen Ende dieser ersten Hälfte. Zwei haben wir noch, zwei ganz gute Gelegenheiten für die Salzburger. 35. Minute Weppo. Nach Bolingoli, ja. Lapsus, solche Fehler sind recht üblich an diesem ersten Wochenende von Verteidigern, wie ich meine. Und Dacker dann auch noch mit einer recht brauchbaren Chance. Lagst du auch an Dabur, dass Dabur nicht da ist? Na, aber den hätte man auch durchspielen können natürlich, oder zurückspielen, in dem Fall. Nein, hier wieder, ja, genau. Zu dieser Szene muss ich was sagen. Wir haben vorher bei Rapid diesen Angriff gesehen, wo Berisha den Ball eben abgeschlossen hat, aber nicht so besonders. Aber im Vorfeld dieser Aktion hat der Stürmer schon einen entscheidenden Fehler gemacht. Man hat diese Überzahlsituation ganz schlecht ausgespielt. Also da hätte man mehr Druck müssen machen auf den Verteidiger, noch mehr in die Tiefe gehen und erst dann den Ball spielen. Und wenn wir jetzt das gesehen haben bei Salzburg, mit diesem Pass auf Schlager, ist das 1:1 dasselbe. Eine 3-2 Überzahlsituation und der Ballführende macht nicht Druck auf die Verteidiger, noch näher zum Strafraum, um dann den Ball zu spielen, sondern er spielt in einem Raum, der dann absicherbar ist von den beiden Verteidigern. Also die Überzahlsituationen von beiden Teams. Da sind wir wieder im Allianzstadion. Beide Teams kehren soeben aufs Spielfeld zurück. Beide Teams vorerst unverändert. Keine Wechsel. Weder bei Salzburg noch bei Rapid. Da haben wir Rapids besten Richard Strebinger. Seit zwei Wochen 26. Der ja auch eine Ausstiegsklausel hat. In der Höhe von angeblich 8 Millionen Euro. Bei Rapid. Hannes Wolf bemüht, entscheidend auch er noch nicht mit einem Abschluss. Insgesamt beide Mannschaften ja vorerst noch ohne Treffer. Weppu. Salzburg kommt gleich einmal wieder. Zu Beginn der zweiten Hälfte Schlagers Ball wird dann noch abgeblockt. Salzburg hat in dieser Saison in allen 18 Spielen einerseits nicht verloren, andererseits immer mindestens einen Treffer erzielt. Überhaupt die Salzburger im heute 35. Pflichtspiel nur einmal ohne Torerfolg geblieben sind. Das war im August des Vorjahres beim 0:0 in Belgrad im Champions League Playoff. Das dann ja am Ende unter Auswärtstorregel das ausgab. Rapid mit Grasmüller.
Bei ihm hat man den Eindruck, wenn er den Ball hat, dann gibt es auch etwas präzisere Abspiele und dann auch vielleicht mehr Gefahr. Nguyen-E, diese Reingabe zur Stelle. Schlager unkonzentriert und dann ist es Gnasmüller, der allerdings deutlich unter dem Ball fährt. Minamino. Teilerfolg für Stefan Auer. Ball erobert, aber dann ins Out befördert. Das sind die Optionen von Didi Kübauer. Rapid mit Müldür und Turnwald. Gibt es also Defensive. Ljubicic ist natürlich eher die Defensive zuständig, aber eben mit Murk, Ivan und dem neuen Mann Baci auch offensiv Optionen. Murk haben ja heute einige erwartet, aber der ist auch nicht ganz fit gewesen. Jetzt ein schlechter Pass von Nguyen-E. Schobesberger gegen Ramaljo. Da ist noch Wepu. Gnasmüller, starke Drehung. Aber Wepo heute sehr gut, sehr auffällig. Jetzt sucht er seinen Landsmann. Batson Daka, aber Strebinger mit einem Ausflug. Wolf. Ulmer. Abgeblockt sein Schuss von Auer. Wieder Mwepo, der enorm viel läuft, defensiv arbeitet, viele Zweikämpfe gewinnt und auch im Spiel nach vorne präsent ist. Daka, Hofmann dazwischen. Pavlovic, gelungener Fersler. Zusammenspiel mit Gnasmüller. Pavlovic gegen Nguyen-E. Dann geht er immer weiter nach außen und es gibt nicht einmal Eckball, sondern nur Abstoß. Wir haben die Zeitlupe. Also Pavlovic zunächst macht das einmal schlecht, weil er nie Richtung Tor geht. Und dann hat Schiedsrichter Schörnhofer alles richtig gesehen. Am Ende war Pavlovic am Ball. Die Ersatzbank von Salzburg haben wir schon angesprochen. Da gibt es vor allem im Sturm, in der Offensive, neben Soboslai, mit Dabur, mit Prevljak und mit dem neuen Mann aus Norwegen, mit Haaland. Vielfältige Möglichkeiten, die Marco Rose zur Verfügung hat. Im Moment geht es hier hin und her. Schobesberger. Ramaljo macht das Foul und sieht gelb. Erste Gelbe für den Salzburger. Für Ramaljo ist es Gelb Nummer 4. Gelb für Ramaljo und nicht wegen des Fouls, sondern weil er vielleicht einen vielversprechenden Angriff verhindert. Dieser Freistoß von Schobesberger war allerdings nicht der Rede wert.
Berisha. Zuspielkampf von Matic. Berisha. Warte, zu lange. Ball ist wieder weg, aber er bekommt ihn noch einmal. Wollte nach innen ziehen, mit links abschließen. Dazu kam es nicht. Spiel bleibt insgesamt fehleranfällig. Es fehlt die Genauigkeit. Vor allem bei Rapid, aber auch bei Salzburg in vielen Aktionen. Das ist mit ein Grund, wieso hier das technische Niveau nicht ganz so hoch ist, wie man es vielleicht positiv, erwartungsfroh vermuten oder hoffen durfte. Ein Foul von Wolf an Auer. Dacker startet, Schwebing ist weiter draußen und dann ist es Hoffmann, der da auch noch dabei war. Wieder ganz stark, wie Dacker gestartet ist. Zunächst Wolf, gute Balleroberung, kein Foulspiel. Dann sehen wir, wie sich Dacker hier gut löst. Schwebinger verkürzt, aber Hoffmann klärt. Zentrum, Onguene, Matic, Ramaljo, da wird intensiv gearbeitet. Jetzt muss wohl Schiedsrichter Schöringhofer einschreiten. Onguene auf dem Boden. Ist dann in den Gegenspieler hineingelaufen. Die Frage ist, gab es da ein Wort zu viel oder? War das schon ein Duell in dieser Aktion, bei der auch Onguene zu Boden ging? Und irgendwie sind alle überrascht, warum gibt es Gelb-Rot? Bekommt dieses Spiel Pfeffer. 9 Minuten absolviert in der zweiten Hälfte. Salzburg nur mehr zu 10. Ah ja. Damit ist auch klar, warum es Gelb gibt. Wenn er den Schiedsrichter gemeint hat, dann ist es Gelb-Rot. Denn das gehört sich nicht. Keine gute Kinderstube bei André Ramaljo. Also, das war nachdem Onguene auf dem Boden war, kam Schiedsrichter Schöringhofer zum Tatort und da hat sich Ramaljo wohl etwas vergriffen. Nicht nur im Ton, sondern auch in der Gestik. Sehr ungeschickt. Und damit wird in Kürze Albert Valci zu seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Club kommen. Aber Salzburg mit Minamino, vorbei an Schwab. Oh, die Flanke ist unangenehm. Der Ball ist noch im Spiel. Und er bleibt im Spiel. Was macht Rapid mit dem numerischen Vorteil? Was macht vor allem auch Salzburg? Foulspiel. Wepu. Jetzt gibt es den ersten Wechsel. Wepu geht. Nicht Schlager, sondern Wepu. Und Valci wird also mit Onguene
die Innenverteidigung bilden. Aber Kompliment an Enoch Mwepo, an den 21-Jährigen, der heute in seinem 22. Liga-Einsatz sehr präsent, sehr auffällig agiert hat. Hat die meisten Zweikämpfe absolviert. Insofern ist der Austausch, dass es ein Austausch ist, dass Falsche kommt, ist nachvollziehbar. Aber dass es Mwepo betrifft, etwas überraschend. Und Albert Walci, wie schon den letzten 13 Minuten gegen Brügge gemeinsam mit Ongwene. Innenverteidiger bei Salzburg. Direkt auf Walci. Also Rapid zieht sich da auch ein wenig zurück. In Kürze gibt es den ersten Wechsel auch bei Rapid. Daka, gute Ballannahme. Wolf. Eckball. Nicht vor diesem Eckball gibt es den Wechsel. Jubicic wird kommen. Für Matic. Positionsgetreuer Wechsel. Risiko geht Küper auch noch keines. Reiner Ballglück. Und direkt auf Schwab. Der heute mit einem Ball ins Niemandsland. Also die langen Pässe von Schwab, die gehen heute prinzipiell ins Out oder zum Gegner. Asmüller verschätzt sich. Wolf. Macht er stark gegen Matic. Dann läuft er in Auer hinein. Drei Rapidler schaffen es nicht, Wolf regelkonform vom Ball zu trennen. So gibt es Freistoß an der Strafraumgrenze. Und während wir also diesen Zweikampf sehen, den Auer verliert, gibt es also den angekündigten Wechsel. Matic geht, hat viel gearbeitet, hat sich aber auch die fünfte Gelbe geholt. Und für ihn kommt also jetzt Dejan Ljubicic, der ja im letzten Spiel von Rapid, das war dieses 1:6, die Derby-Niederlage, rot gesehen hat, aber er hat diese Einspielsperre schon vor einer Woche gegen Hartberg abgesessen. Freistoß von Minamino, geht an allen vorbei. Ja, deshalb ist Ljubicic also heute hier einsatzberechtigt. Der Teamchef ist auch da. Franco Foda, links sein Assistent Imre Sabic. Am Freitag war er bei Marko Arnautovic und hat ihn gesehen bei West Ham. Arnautovic war auch Assistgeber bei einem Treffer. Und gestern hat er den vielleicht bald Österreicher Ashley Barnes auf die Beine gesehen, der das Siegtor für Burnley erzielt hat. Und heute ist er direkt nach Wien gekommen. Das Tempo war in den Spielen gestern und vorgestern etwas höher in der Premier League als hier in der österreichischen Bundesliga. Ein Gedanke noch zu Ashley Barnes. Das Verfahren läuft. Der Spieler will unbedingt Österreicher werden. Und Foda hätte ihn auch gerne, weil er
überzeugt ist, dass er ein Spieler ist, der gerade in der Offensive, in der Nationalmannschaft notwendig ist. Stichwort Tore. Genau, Gnasmüller auf Schobesberger. Berisha. Nochmal Schobesberger. Aber Berisha bringt den Ball nicht ins Zentrum. Dort, wo es gefährlich hätte werden können. Nächster Versuch. Wieder mal Schlager, nur zu sehr. Aber Onguene stark gespielt. Schlager wartet lange. Schlager wirkt insgesamt nicht mehr bei 100%. Auer kritisiert diesen Freistoßpfiff für Salzburg, bekommt Gelb von Schiedsrichter Schergenhofer. Minuten sind seit dem Ausschluss von Andrej Ramaljo vergangen, aber in diesen 10 Minuten hatte man nicht den Eindruck, dass Rapid einen Mann mehr hat. Salzburg hat in diesen 10 Minuten sogar mehr Ballbesitz gehabt. Übrigens 3 Minuten 30 lagen zwischen der Gelben von Ramaljo für dieses Foul, das harmlos war, an Schobesberger und dieser Fingergeste gegenüber Schiedsrichter Schörnhofer, die dann die zweite Gelbe und somit den Platzverweis bedeutet hat. Dass er zu viele Chancen benötigt. Sonnleitner gegen Daka holt er sich den Ball. Schwab dann mit dem guten Zuspiel auf Bolingoli. Dessen Flanke auf den freistehenden Berisha. Und den versenkt er wirklich blitzsauber. Sehr schön. Unhaltbar für Stankovic. Dritter Saisontreffer, könnte ein ganz wichtiger sein für Veton Berisha, der mit diesem Tor natürlich seinem Bruder keine Freude machen wird, dem ehemaligen Salzburger Wallon. Nächster Wechsel bei Rapid. Schobesberger geht. Und Andrej Ivan kommt. Schobesberger mit einer guten Zweikampfbilanz. Hat enorm viel gearbeitet. Das war heute bisher das Merkmal in dieser Stunde von Rapid, dass die Mannschaft
immer an sich geglaubt hat, viel gearbeitet hat. Und jetzt natürlich den Lohn vorerst einsteckt mit diesem Führungstor durch Berisha. Ivan, erstmals am Ball, der neue Mann aus Rumänien. Nasmüller abgeblockt. Salzburg ist gefordert und das in Unterzahl. Leiner geht wie immer ins Dribbling. Bleibt dann an Bolingoli hängen. Spiel von Batz und Dacker. Nochmals der bisher einzige Treffer. Bolingoli mit seiner zweiten Torvorlage in dieser Saison und Veton Berisha mit dem feinen Kopfball. Aber natürlich auch völlig frei. Die Salzburger auch schon wieder phasenweise in der Vorwärtsbewegung waren. So freut sich Kübauer. Sieht jetzt diesen Angriff. Das Foul von Dacker an Strebinger. Ulmer vor Bolingoli. Ja, jetzt öffnen sich natürlich noch zusehends Räume, weil Salzburg noch mehr investieren wird müssen. Will man hier eine Niederlage verhindern? Es wäre die erste in dieser Bundesliga-Saison. Gegen Brücke gab sie die erste in dieser Pflichtspielsaison. Vor eineinhalb Wochen. Jetzt müssen beide Teams an die Leistungsgrenze gehen nach den Donnerstagsspielen. Bei Salzburg hatte man den Eindruck, dass das einigen Aktionen in der ersten Hälfte nicht immer der Fall war. Jetzt allerdings läuft man einem Rückstand nach. Dann wird es umso schwieriger, hier noch alles rauszuholen. Marco Rose, man wechselt ein zweites Mal. Will er die erste Meisterschaftsniederlage verhindern? Damit hätte dann auch Salzburg keine Chance mehr auf einen neuen Rekord, denn der liegt ja schon 30 Jahre zurück und der Ernst Happel hat damals der FC Tirol die ersten 21 Bundesligaspiele ungeschlagen überstanden, wurde dann am Ende auch Meister. Das ist noch so einer der wenigen Rekorde, der noch nicht von Salzburg in den letzten Monaten und Jahren neu aufgestellt wurde. Thank you.
Verlust von Schwab. Wolf, Dacker, aber Rapid natürlich in Überzahl. Aber Dacker macht das ganz stark. Auch wenn Hofmann faul reklamiert, gibt es Eckball. Da fällt Hofmann schnell. Am Ende war Schwab noch dran. Klärt zur Ecke, nachdem er selbst den Ball verschenkt hat. Sekunde in den Rückraum, da war kein Salzburger. Hoffmann auf Polingoli. Und Schwab. Der Abschluss misslingt. Aber der Ball ist sich auch ein wenig versprungen. Apropos Rasen, da wurde ja einiges investiert im Winter. 500.000 Euro. Lichtbalken und auch in eine bessere Durchlüftung, aber Inter Mailand war vor 10 Tagen absolut unglücklich mit dem renovierten Geläuf. Auer hat schon gelb gesehen, hat den Ball weggeschossen und wird ein allerletztes Mal ermahnt. Didi Küper hält es kaum mehr aus, kritisiert der Schiedsrichter Schörgenhofer, der hier Auer verdeutlicht hat, dass es beim nächsten Mal vorbei ist. Da war Salzburg natürlich jetzt sofort aufmerksam, wollte hier einen Gleichstand erzielen, personell. Ivan. Zieht gut nach innen, der Abschluss nicht ungefährlich. Nach 74 Minuten. Rapid wieder einmal mit einem Abschluss, den aber wohl Stankovic entschärfen hätte können. Also, weil wir über Auer und über Gelb und Gelb-Rot gesprochen haben, noch ein Thema zu Ramalho, der ja vor 20 Minuten ausgeschlossen wurde. Dem Schiedsrichter den unter Anführungszeichen Vogel zeigt, könnte man natürlich auch glatt rot geben. Das ist dann schon auch noch interessant zu erfragen, wieso es bei Gelb geblieben ist. Es ändert nichts, dass er jetzt nicht mehr auf dem Spielfeld ist, dass Salzburg zu 10 ist, aber es ändert natürlich möglicherweise dann, was eine Strafe betrifft. Ramalho fehlt nur ein Spiel nächste Woche, wenn Salzburg zu Hause auf Wolfsberg trifft. Mit Sicherheit bei Rot hätte der Strafsenat auch ein höhere Strafmaß entscheiden können. Balci auf Leiner. Unermüdlich. Stefan Leiner, im letzten Sommer wollte er nach Neapel, jetzt darf er am 7. März beim Hinspiel in der Europa League im Achtelfinale. Ljubicic mit dem Foul. Und Salzburg wechselt in Kürze zum zweiten Mal. Ljubicic kommt zu spät, trifft Samaseko, da gibt es auch keine Diskussion. Und es gibt ein Bundesliga-Debüt bei Salzburg. Für Minamino kommt Erling Haaland ins Spiel. Der 18-jährige Norweger.
Ulmer mit dem Freistoß. Trifft nur die Mauer und dann ein leichter Ball für Strebinger. In der zweiten Hälfte gewechselt ist. Und als erstmals Haaland am Ball. Letzter Auer. Zweiten Versuch ist dann Auer aufmerksam. Daka. In der zweiten Hälfte sehe ich offensiv nicht mehr durchsetzen vermochte. Schlager. Ulmer. Auf Pavlovic, alle Rapidler hinter dem Ball. Samaseko, ungenau, direkt auf Polingoli. Das sind dann unangenehme Bälle, weil die Kollegen alle wieder nach hinten arbeiten müssen. Foulspiel von Schlager. Auch gelbwürdig, der Einstieg von Schlager. Erling Haaland, Jahrgang 2000. Und als er ins Spiel gekommen ist vor dem Freistoß, hat er auch gleich einiges Wissenswertes mitgebracht. Vielleicht hat er sich auch nur seinen Kollegen vorgestellt. Gegen Wiener Neustadt hat er schon einen Kurzeinsatz gehabt. Er ist seinen 18 schon enorm weit, das sagen alle in Salzburg, weil er in der letzten Saison in Molde in Norwegen unter Ole Gunnar Solskjaer so richtig eingeschlagen hat. In insgesamt 50 Spielen für Molde hat er in knapp 2 Jahren 20 Tore erzielt. Er soll jetzt für Marco Rose und Salzburg hier zumindest noch einen Punkt holen. Ivan, Polingoli, Schwab, 2-0! Stefan Schwab, man glaubt es kaum, mit dem zweiten Tor. Ausgangspunkt, Polingoli und Ivan. Schwab, dem wenig gelungen ist in der Offensive in diesem Spiel mit seinem zweiten
Bundesligator in dieser Saison. Ivan, der aufgrund seines Dribblings, seiner Stärke viel gebracht hat, keine Abseitsposition von Bolingoli, Knasmüller mit Übersicht, Stankovic kommt da nicht mehr hin, weil er auch sehr platziert war, der Abschluss von Stefan Schwab. Das sehen wir hier gut, der Ball dreht sich an Walci vorbei, unhaltbar. Beste Aktion von Schwab. Und da sieht man, dass er einen feinen Linken hat. Der Rapid-Kapitän. 2-0. War das schon in die Entscheidung? Normalerweise würde man sagen, ja, es geht hier. Nur mehr 8 Minuten plus Nachspielzeit. Brevliak ist mittlerweile im Spiel für Batson Daka. Position von Knasmüller. Da haben wir Smail Brevljak. Ganz am Ende soll es also noch funktionieren. Tabur heute also nicht im Einsatz. Erstmals, dass Marco Rose Tabur in dieser Saison nicht ins Spiel bringt. Dafür wird Didi Kübauer seinen neuen Stürmer ein paar Minuten noch geben. Stankovic, Berisha, die Chance für Veton Berisha. Also nicht. Ein Schlager. Schwab sitzt dafür gelb. Es ist seine fünfte. Damit fehlt der Rapid-Kapitän nächste Woche gegen St. Pölten. Also, da gibt es bei Schwab warm kalt. Zuerst das Tor und jetzt diese fünfte gelbe. Pavlovic geht, viel gearbeitet, eine Halbchance hat er gehabt in der ersten Hälfte. Und jetzt kommt also Aliu Bagi, der ja nach vielen Versuchen von Freddy Pickel einen Stürmer zu finden im Jänner die fünfte Lösung war am Ende. Wenig Slapstick, was der Rapid alles unternommen hat, aber wenn es am Ende der richtige ist, dann passt ja alles. Fakt ist, die Vorbereitung konnte Bagi nicht mitmachen. Stehen wieder alle. Bagi kommt erstmals an den Ball. Gegen Walci. Und er holt auch gleich einen Freistoß heraus. Ein Meter 89 ist er groß. Das sieht man, körperliche Präsenz, das war ja der Wunsch der Rapid-Verantwortlichen im sportlichen Bereich, dass man gerade da noch nachlegt. Und dort zuletzt ja
zwei Jahre in Schweden gespielt, bei Djurgården. Stankovic bei Gnasmüllers Freistoß zur Stelle. Ist mit den Schweden Pokalsieger geworden. Bachi, der Mann aus Senegal, der übrigens ganz interessant im Finale bei der U20-Afrikameisterschaft mit Senegal gestanden ist, 2017. Der Gegner war Sambia mit Dakar und Mwepu und die beiden Salzburger haben dann dieses Finale gewonnen. Bachi hat da durchgespielt. Also von der Qualität her sicher einer, der Rapid weiterhelfen kann. Schon wieder gegen Onguene. Ja, vertrippelt er sich, aber insgesamt gewinnt Rapid im Moment viel Zeit und Salzburg hat auch, zumindest wird das jetzt so vermittelt, nicht mehr die Kraft, mit einem Mann weniger hier noch gefährlich zu werden. Außerdem geht es hier nur mehr 2,5 Minuten und dann noch ein paar Minuten Nachspielzeit. 2 Tore Rückstand. Und am Ende ist es nochmals Onguene. Aber die zweite Pflichtspielniederlage, die erste in der Bundesliga für Salzburg, nimmt immer mehr konkrete Form an. Verliert den Ball und Stankovic bei Berisha-Schuss letztlich im Nachfassen. Prevljak, ja, vorbei an Sonnleitner, Prevljak und wer sonst als Strebinger hält die Null bei Rapid. Das Defensivverhalten von vor allem Sonnleitner war da schon hinterfragenswert. War die Rapid-Verteidigung schon ein wenig in Feierlaune. Da hätte es jetzt noch mal spannend werden können, wenn Prevljak hier mit Saisontor Nummer 10 den Anschlusstreffer erzielt. So, aber sind die 90 Minuten gleich rum und Rapid hat nochmals Eckball. Prevljak hebt den Ball, aber Strebinger ist da noch zur Stelle. 3 Minuten gibt es hier noch und wird nicht mehr allzu viel, was die Punktevergabe betrifft, hier passieren. Rapid wird hier gewinnen und wird damit die Chance aufs Meisterplayoff oder die Meistergruppe, wie es ganz korrekt heißt, wahren. Mit diesem Dreier auf 4 Punkte an den SK Sturm und an die Austria heranrücken. Damit werden die letzten 3 Runden im Grunddurchgang noch spannender werden. Hartberg ist ja auch noch dazwischen. Rapid gegen Hartberg gibt es ja dann auch noch. Runde 22 hier im Allianzstadion. Also da ist einiges los. Für Salzburg ist eine Niederlage zu verschmerzen. Aber was die Salzburger auch sehen ist,
wenn man nicht bis zur Leistungsgrenze geht und nicht die Chancen nutzt in der ersten Hälfte, dann kann eben ein Gegner, der vielleicht nicht die Qualität hat, was heißt vielleicht, sicher nicht die Qualität hat von Salzburg, mit viel Einsatz und dann auch in Überzahl hier ein Spiel gewinnen. Ramaljos Unbeherrschtheit ist ja auch noch mitentscheidend gewesen, dass hier Salzburg fast eine Hälfte lang in Unterzahl agiert hat. Wolf liegt im Strafraum auf dem Boden, aber es gibt keinen Elfmeter. Anguene setzt sich gegen Baji durch. Letzte Minute läuft. Aus Meinung zum Schiedsrichter sehen wir hier. Also in dieser Frage hat er sich nicht weiterentwickelt in seiner zweieinhalbjährigen Pause, bevor er dann bei St. Pölten im letzten Frühjahr die Mannschaft aus Niederösterreich noch in der Klasse halten konnte, in der Relegation. Haaland, ein paar Ballkontakte, aber von einem 18-Jährigen braucht man eben auch Geduld. Nasmünner vorbei an Walci. Berisha. Missverständnis. Und das wird es dann wohl gewesen sein in Kürze. So ist es. Rapid gewinnt gegen Salzburg mit 2:0. Erstmals schießt Rapid unter Didi Kübauer in der Bundesliga zu Hause 2 Tore. Kapp hat schon einmal 5 gegeben, vor einer Woche gegen Hartberg. Entscheidend, also Berisha mit dem Kopfball. Minute 65 und dann Stefan Schwab mit seinem fein platzierten Innenrist. Innenseitenschuss, Minute 81 zum letztlich entscheidenden 2:0. Rapid in der zweiten Hälfte auch aufgrund der numerischen Überlegenheit. So ab Minute 70, 65, 70 mit dem 1:0. Die bessere Mannschaft. Salzburg hatte da dann eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Sieht man einmal von dieser Prevljak-Chance ganz zum Schluss ab. Die zweite Hälfte, die eben auch geprägt war von dieser nicht ganz nachvollziehbaren Aktion von Ramalho, die letztlich zum Ausschluss für den Brasilianer geführt hat. Marco Rose beschwert sich jetzt beim Schiedsrichter. Rose verliert also in der Liga, verliert übrigens erstmals gegen Rapid, Marco Rose. Es ist in seinem 97. Pflichtspiel für Salzburg in knapp 2 Jahren erst seine 8. Niederlage. Aber gegen Rapid hat er bisher noch nie verloren. Kommt also jetzt hinzu, neben LASK, Austria und Sturm, das alles schon in der Vorsaison, und den internationalen Lazio, Marseille und Brügge auch noch Rapid. Strebinger, Kompliment, in der ersten Hälfte die Null gehalten. Sonst wäre dieses Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung gelaufen. Und er war auch zur Stelle in Hälfte 2, als er gefragt war. Ein Auftakt, wie ihn sich natürlich Rapid gewünscht hat. Die Frage ist, was macht Rapid auch mit diesen 3 Punkten? Gibt das dieser Mannschaft auch ein Selbstvertrauen? Wenn nicht, dann wäre es auch nicht wirklich erklärbar. Die Mannschaft hat heute geduldig gespielt, hat auch in den entscheidenden Situationen das Quäntchen Glück gehabt, aber dann eben auch in Hälfte 2 in den letzten 20, 25 Minuten sehr clever agiert, mit Ivan auch noch viel Schwung gebracht und so eben hier Salzburg besiegt. Ja, ungewohnt für Stefan Leiner in der Meisterschaft, in der Liga als Verlierer ein Interview zu geben, aber jetzt ist es soweit. Gerhard Graber, du bist dran. Das Spiel wurde Ihnen präsentiert von Admiral. Stefan Leiner, ungewohnte Sache, erste Saisonniederlage in der Meisterschaft. Wie ist sie entstanden? Was waren die Ursachen? Ja, ungewohnt, aber ich denke, es hat einfach der letzte Wille, der letzte Punch heute gefehlt. Und
Wir haben erste Halbzeit gute Möglichkeiten gehabt, hätten es vielleicht besser zu Ende spielen können. Und zweite Halbzeit haben wir dann natürlich auch der roten Karte zu schulden. Aber trotzdem war das heute, denke ich, zu wenig von uns. Es war die Intensität am Donnerstag extrem hoch und heute hat uns genau das eben gefehlt. Der letzte Punch und deswegen hat es eben nicht gereicht, weil Rapid einfach den Sieg mehr erzwingen wollte und erzwungen haben und deswegen verdient heute der Sieger. Das klingt total komisch, wenn Stefan Leiner sagt, der letzte Wille hat gefehlt. Ja, es ist natürlich nicht so leicht, nach drei Tagen das wieder am Platz zu bringen, aber Rapid hat es besser gemacht und deswegen, wie gesagt, verdient der Sieger. Welche Rolle hat vielleicht auch der Ausschluss gespielt? Ja, natürlich hat der dann eine große Rolle gespielt. Wir haben am Ende dann alles nach vorne geworfen, wir hätten natürlich dann auch noch Tor kriegen können, aber insgesamt ist schon sehr ärgerlich. Also ich glaube, Herr Bormann ist vielleicht auf die zu leichte Schulter genommen. Aber in Wien gegen Rapid ist einfach ein komplettes 50-50-Spiel. Ein sehr guter Gegner mit sehr viel Qualität und man darf einfach in Österreich keine Mannschaft unterschätzen, sonst verliert man. Dankeschön. Danke. Ehrlicher Stefan Leiner, selbstkritisch einerseits, dass man vielleicht nicht an die Leistungsgrenze gegangen ist. Andererseits aber auch mit dem Hinweis, dass vielleicht der ein oder andere auch nicht all das gezeigt hat, was notwendig ist gegen Rapid. Somit nach 3,5 Jahren und 13 Spielen macht also Rapid wieder mal einen Dreier gegen Salzburg. 90 Minuten hier im Allianzstadion. Die zeigen Folgendes. Schussverhältnis ausgeglichen. Rapid dann am Ende mit mehr Torschüssen. Salzburg hatte immer mehr Ballbesitz, natürlich auch deshalb, weil die Mannschaft dann auch noch am Ende mit der Überzahl mit der Unterzahl vieles versucht hat, um nochmals ranzukommen. Aber Rapid insgesamt also in der zweiten Hälfte dann sehr präsent. Und das Tor zum 2:0 hat Stefan Schwab erzielt. Sein Höhepunkt mit Sicherheit an diesem Sonntagabend hier in Wien-Hütteldorf. Stefan Schwab, was für ein Erlebnis ist es denn, wenn man trifft zum einen gegen die Bullen und sie dann auch noch schlagen kann? Ja, wunderschön für uns jetzt. Wir haben die Salzburger das erste Mal in der Saison jetzt geschlagen. Seit langem auch für uns, dass es uns gelungen ist. Ich glaube, wir haben 90 Minuten eine konzentrierte, solide Leistung abgerufen. Sind auch, nachdem Salzburg die Rote gekriegt hat, nicht übermütig waren, sondern haben es clever gespielt. Und ja, die drei Punkte, die bringen uns jetzt richtig zurück nochmal um den Kampf, den wir einfach annehmen wollen, dass wir es noch schaffen. Wie hilfreich war denn das Überzahlspiel? Ja, es hat sicher geholfen, weil Salzburg trotz Unterzahl eigentlich weitergespielt hat, so wie sie davor gespielt haben. Und wir haben gewusst, dass wir immer mehr Räume kriegen. Die haben wir dann auch ganz gut genützt. Und vor allem defensiv haben wir heute über 90 Minuten außer Halbschossen nichts zulassen. Und nach vorne hin haben wir es dann clever fertig gespielt und glaube, schon verdient gewonnen. Wann ist dann endgültig auch der Glaube entstanden, okay, wir können dieses Match gewinnen? Ja, in der Pause eigentlich, weil wir sehr gut drauf waren. Wir waren gut in der Partie drinnen, da hat Salzburg natürlich nur Übergewicht gehabt. Aber in der Pause haben wir gewusst, dass wir voll dabei sind. Und zweite Halbzeit natürlich, die Rote hat uns dann in die Karten gespielt. Und mit dem 1-0 waren wir uns dann ziemlich sicher, dass wir die Seite drüber bringen und noch den einen oder anderen Konter setzen. Das haben wir dann auch geschafft. Wie viel Hoffnung bringt dieser Sieg heute, speziell eben im Kampf um die sogenannte Meisterrunde? Ja, wir hoffen, dass uns das jetzt einen richtigen Schwung gibt für die nächsten drei Partien. Wir wollen da das Punktemaximum erzielen. Es ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist möglich. Und das Spiel heute gegen Salzburg gibt uns natürlich eine Brust. Und jetzt haben wir eine Woche Zeit, uns auf St. Pölten vorzubereiten. Und dann wollen wir wieder drei Punkte holen, dass wir eine richtige Spannung reinkriegen um die Top 6. Ja, 4 Punkte fehlen im Moment eben nur noch. Man hat den Rückstand verkürzen können. Dennoch wird es natürlich nicht einfach. Ja, natürlich wird es nicht einfach. Wir brauchen das Punktemaximum. Dann bin ich überzeugt, dass es ausgeht, weil die anderen auch sie gegeneinander Punkte nehmen. Wir haben 2 direkte Duelle. Aber es wäre jetzt zu viel noch da rechnen oder sonst was, weil natürlich die anderen abputzen müssen. Wir konzentrieren uns, dass wir da das Punktemaximum holen. Das ist jetzt unser Ziel für die 3 Spiele. Das haben wir heute gezeigt, dass es möglich ist und wir glauben daran. Danke. Bitte. Hier nochmals der Treffer von Stefan Schwab. Den trifft er wirklich blitzsauber. Das kann er auch. Mehr davon von ihm wäre
aus Rapid-Sicht wünschenswert. 2-0 also für Rapid, ohne ihn dann allerdings am kommenden Wochenende in St. Pölten, die Rapid-Mannschaft aufgrund seiner fünften Gelben. Ja, die erste Runde in diesem Jahr 2019 ist absolviert, die 19. dieser Saison, und Rapid ist noch im Spiel, wart die Chance am Ende des Grunddurchgangs unter die Top 6 zu kommen. Alle Spiele, alle Tore der 19. Runde, liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Alfred Tata und Toni Pfeffer sind die Sky-Experten am heutigen Sonntag. Grüß euch. Servus. Namen. Alfred, alle haben für Rapid gespielt. Wie überraschend ist es, dass Rapid auch für Rapid gespielt hat im Abendspiel gegen Salzburg? Ja, also vor dem Spiel durften wir nicht erwarten, dass jetzt Rapid 3 Punkte holt, weil von der Stärke Salzburg natürlich höher einzuschätzen ist. Aber jedes Spiel hat auch eine sogenannte Biografie, wie man weiß. Und in diesem Spiel hat aus meiner Sicht ein Fehlverhalten eines Salzburgers die eigene Mannschaft so geschwächt, dass Rapid dann entscheidendes Kapital ziehen konnte. Nicht nur dieser Umstand hat den Sieg gebracht. Auch natürlich, dass Rapid stark verbessert war im Vergleich zu ähnlichen Spielen, die im Herbst vonstatten gegangen sind. Was war verantwortlich für die erste Liga-Niederlage der Salzburger, Toni, in dieser Saison? Bisher war es eben aber auch das. Ich habe im Vorspann gesagt, dass man, wenn man Salzburg schlagen möchte, einfach deren Spiel sozusagen, die können das, also sie, machen wir es anders, wenn man Salzburg schlagen möchte, dann muss Salzburg eben anders spielen, als sie gewohnt spielen. Und das haben sie heute gemacht. Man hat immer gehört, man will variabler sein, man will einfach eingehen auf die verschiedenen Gegner, die man hat. Man ist heute von diesem Spiel weggegangen, komplett. Ja? Also man hat ungewohnt viele Fehler auch gemacht. Ich nehme jetzt heraus den Xaver Schlager, der zwar ein junger Spieler ist, der auch durchaus einmal viele Fehler machen kann, nur heute war es eklatant. Und heute war ihm einmal Rapid sehr, sehr aggressiv und hat ihm kein großes Risiko eingegangen. Eine Runde für den LASK, für Rapid und für die Admira. Schauen wir auf die Resultate dieser 19. Runde, liebe Zuschauer. Machen Sie mit. Hier sind Sie. Rapid 2-0 im Schlager der Runde gegen Salzburg, Mattersburg gegen Sturm und Hartberg gegen St. Pölten. Die Sonntagnachmittagspartien enden unentschieden, ebenso wie Wolfsberg gegen Altach. Admira besiegt Innsbruck und am Freitagabend LASK die Wiener Austria mit 2-0. Wer war gut in Mathematik von euch? Ich nicht. Ich habe ein Dreivierteljahr allein Mathematik maturiert. 4 Punkte noch 3 Runden. Was heißt das für Rapid? Was? Große Chance. 4 Punkte nach 3 Runden? 4 Punkte Abstand zum 6. Und noch 3 Runden. Und noch 3 Runden. Okay. Dividieren wir das mal. Das braucht man nicht dividieren. Das hat der Kapitän Schwab sehr genau und treffsicher analysiert. Die Mannschaft konzentriert sich auf das Punktemaximum. Und das wird auch nötig sein. Daher schonen wir unsere Gehirnzellen, dividieren wir nicht, multiplizieren wir nicht. Rapid ist auch in St. Pölten verpflichtet zu gewinnen und auch die letzten beiden Partien. Es wird nötig sein, wird es auch möglich sein, Toni? Wichtig war natürlich heute für Rapid, dass sie erfolgreich waren gegen Salzburg, weil dann kann natürlich ein Flow entstehen. Nächste Partie ist dann in St. Pölten und hier wird man dann sehen, ob es wirklich dann weitergeht oder ob das Ganze wieder einen Knacks erhält. Und da wird man gespannt sein, wie Rapid dort auftritt. Aber natürlich auch wenn es der Fred nicht hören möchte, mit dem gewohnten Selbstvertrauen. Dass sie sicher heute nachhaltig für den Grunddurchgang geholt haben. Fred, darfst du jetzt Pause machen? Wir geben uns jetzt den Spielbericht. Sie auch, liebe Zuschauer, die Sonntag 17 Uhr Partie Rapid gegen Salzburg. Für Sie zusammengefasst von David Eder. Wir sind gut genug, um Salzburg zu schlagen. Dietmar Kübauer traut seiner Mannschaft alles zu und vertraut in der Startformation 5-9 im Vergleich zum 0-4 in Mailand. Unter anderem beginnt Martic auf der Doppel-6 neben Schwab, Grauwarz nicht im Kader. Nach 5 Minuten gibt es eine Ecke für eine ärgerliche Situation für Rapid. Kurzzeitig gab es eben diese Überzahl.
Situation, die Laufwege passen, aber einzig das Timing beim Abspiel nichts. Kurz darauf auch Salzburg erstmals mit Torgefahr in dieser Partie. Über Ramaljo und Schlager kommt der Ball zu Takumi, Minamino, der leicht vorbei an Stefan Auer, letztlich der Ball nur ans Außennetz. Minamino heute in der Doppelspitze mit Patz und Acker aufgeboten. Dabur bekommt eine Pause. Beide Teams agieren mit offenem Visier. Dann in der 23. Minute kann Schlager den Ball nicht sichern. Schobesberger zu Gnasmüllner. Berisha mit der Abschlussmöglichkeit. Aber Stankovic ist auf dem Posten. Die Direktabnahme von Vez und Berisha war in Ordnung. Der Schuss letztlich aber nicht platziert genug. Nach einer halben Stunde dann beginnt eine richtige Drangphase der Salzburger. Gnasmüllner mit dem Ballverlust. Über Minamino geht's ruckzuck zu Patz und Acker, aber Strebinger ist rechtzeitig außer dem Kasten heraus. Nach den Ballverlusten bekommt Rapid immer wieder Probleme. Die Schnittstellen werden nicht schnell genug geschlossen. Gut, dass es da noch Richard Strebinger gibt. Dann der ungenaue Pass von Schlager. Aber Weppo setzt nach, holt sich den Ball von Bolingoli. Wieder Strebinger dazwischen, der die Führung für Salzburg verhindert. Es gibt Chancen im Minutentakt für die Salzburger. Wolf vom Allerfeinsten auf Takumi. Minamino, Schlager in Richtung Dacker. Sonnleitner noch leicht dazwischen und Dacker nimmt den Ball direkt. Und erst in der Zeitlupe kann man deutlich erkennen, wie knapp dieser Ball am Tor von Rapid vorbeigegangen ist. Salzburg dominiert in der ersten Hälfte mehr und mehr. Das haben auch die Edelreservisten gesehen. Die Führung war für beide Mannschaften in vielen Szenen drin im ersten Durchgang. Die zweite Hälfte beginnt dann etwas ruhiger, gemäßigter, bis Ramaljo Schobesberger ausbremst. Kein wildes, aber ein taktisches Foul. Die gelbe Karte für den Brasilianer auf Seiten der Salzburger absolut in Ordnung. Ja, und diese Karte sollte Folgen haben. 3,5 Minuten später Standardsituation für Salzburg. Anguene im Gerangel mit Pavlovic. Dann geht Anguene theatralisch zu Boden und Ramaljo unterläuft eine handfeste Dummheit. Vogel zeigen gegen den Schiedsrichter. Dafür gibt es eine weitere gelbe und der Brasilianer muss runter. Es hätte auch Glattrot geben können. Am Ende wurde es nur Gelbrot. Klar ist, Salzburg ab der 54. Minute in Unterzahl. Rapid will und muss die Überzahl ausnützen. Sonnleitner mit der Balleroberung. Über Schwab kommt die Kugel zu Bolingoli und der findet Veton. Berisha, das 1:0 für Rapid in der 65. Minute. Wien-Hütteldorf explodiert. Berisha mit seinem dritten Saisontor. Sonnleitner stark gegen Pazzo und Dacker. Schwab erkennt sofort die offene linke Seite. Anguene letztlich zu weit weg von Berisha. Starker Luftstand, der Ball perfekt platziert. Keine Abwehrmöglichkeit für Zizan Stankovic. Salzburg bekommt das Spiel in der Folge auch mit einem Mann weniger ganz gut in den Griff. Dann aber Bolingoli auf André Ivan. Der hat viel Grün vor sich. Nimmt etwas Tempo auf, bindet nochmal Bolingoli ein. Gnasmüller in der Mitte frei, der legt ab für Stefan Schwab. Rapid mit dem 2:0. Die Vorentscheidung in dieser Partie. Der Kapitän mit seinem zweiten Saisontor. Salzburg schafft es nicht mehr, jeden Gegenspieler rechtzeitig zuzustellen. Der Ball von Schwab, fein vorbeigezirkelt am eingewechselten Albert Walci. Wieder keine Chance für Stankovic. Zum ersten Mal bei einem Heimspiel unter Dietmar Kübauer trifft Rapid zweimal. Eine Möglichkeit gibt es aber noch für Salzburg. Der eingewechselte Preveljak vorbei an Sonnleitner. Aber Strebinger neuerlich dazwischen. Strebinger, bald die Faust und am Ende jubeln auch alle in Grün-Weiß. Dietmar Kübauer sollte recht behalten, Rapid war gut genug, um Salzburg zu besiegen. Begünstigt durch den Ausschluss für André Ramaljo und kurz darauf eingeleitet durch das 1:0 von Veton Berisha. Und der steht jetzt bei Gerhard Grabert. Veton Berisha, wie besonders ist denn dieser Sieg, wenn man bedenkt, dass man sozusagen die Übermächtigen erstmals in dieser Liga geschlagen hat? Na, für uns ist es sehr wichtig, weil jetzt haben wir die Chance, in die Top 6 zu kommen.
wir mussten diese vier Spiele gewinnen und dieses war das erste Spiel von diesen vier, das wir gewinnen müssen. Wie vorentscheidend war Ihr wunderbares Kopfballtor? Wie nochmal? Wie vorentscheidend war denn Ihr Tor heute? Na, ich glaube, war schon ein wichtiges Tor, weil dann hast du nicht diesen Stress, noch ein Tor zu machen und so. Und ja, dann macht Schwabe diese 2:0 und dann habe ich gewusst, dass wir dieses Spiel gewinnen. Was war generell von der Leistung heute auch positiv? Na, so ich glaube, wir haben gut gekämpft, gut als Mannschaft zusammengehalten und eine okay erste Halbzeit und zweite Halbzeit war gut. Bisher hat auch der Ausschluss mitgespielt. Wie nochmal? Der Ausschluss, wie wichtig war der? Was bedeutet das? Ausschluss, die gelb-rote für Ramaljo? Ja, also das war sehr wichtig, klar. Mit 10 Mann, dann können die nicht so richtig sein Spiel spielen, weil die sind ein Mann weniger. Dann haben wir auch mehr Platz gehabt nach vorne und ich glaube auch, deswegen haben wir 2 Tore gemacht. Was wird denn Ihr Bruderherz, Wallon, dazu sagen, wenn Sie treffen gegen seinen Ex-Verein? Ich glaube, er freut sich für mich, aber ja, er mag Salzburg sehr, aber ich glaube, er freut sich für mich. Alles klar, danke. Danke. Ja, Veton Berisch, jetzt haben wir gerade so gelacht, jetzt haben wir alle miteinander den Faden verloren wegen einem Witz von Toni Pfeffer, aber den lassen wir jetzt weg. Alfred, eine Spielhälfte okay, eine gut, ergibt dann, wie nochmal, einen Sieg gegen Salzburg. Ich habe es vor dem Spiel gesagt. Alttestamentarisches David gegen Goliath. Und wer hat gewonnen damals? David. Heute hat David gewonnen, genauso wie damals. Genau, aber dieser David, der heute gewonnen hat, wird wachsen dadurch. Und selbst daran bekommen? Nein, das auch. Aber ich habe auch gesagt, wenn man verliert, ist klar erledigt. Bei einem Unentschieden, aber bei einem Sieg, dann kann man plötzlich zum Wellenreiten beginnen. In Gefilde, wo es wärmer ist. Dann schauen wir auf das Tor, schlage ich vor, von David Berischer in diesem Fall gegen Goliath Salzburg. Schauen wir auf den Treffer. Sonnleitner, nicht in jeder Aktion der Schnellste mehr, sind wir ehrlich, aber da hat er die Kugel sehr, sehr gut erkämpft. Toni, Stefan Schwab mit einer der gelungenen Aktionen, Bolingoli. Und was fällt uns auf? Ramaljo war gerade weg, ausgeschlossen und die Abstimmung hin bei den Salzburgern passt nicht haargenau. Das ist genau der Punkt und auch Salzburg ist nicht gefeit davor. Ein Innenverteidiger raus, ein Neuer kommt hinein, die Abstimmung ist nicht hundertprozentig gegeben. Hier orientieren sich beide in der Mitte sozusagen und vergessen dann auf Berischer. Und das war natürlich fatal in dieser Situation. Was hier noch anzumerken ist, dass dieser Kopfball, Friedl, schön gesetzt war. Alles andere als schier gesetzt war. Richtig, und man hat es auch in der Zeitlupe gesehen, da war eine enorme Körperspannung bei Berischer. Also da war kein Schlenkern. Das war hinauf mit Körperspannung und so macht man einen Kopfball. Gehört in jedes Lehrvideo für den Nachwuchs oder sprich für die Profis. Das ehemalige Kopfball-Ungeheuer der Bundesliga. Habe ich den Falschen gefragt? Er hat natürlich recht. Ich frage dich jetzt als Innenverteidiger, wobei es ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Innenverteidiger gemacht hat oder ein Stürmer gemacht hätte, was Ramaljo gemacht hat. Noch einmal die Aktion. Eines, was sagst du ihm? Eines ist natürlich klar. Oder was wird Rose sagen? Nicht flanken lassen, war mal das Erste. Das war zunächst einmal die Gelbe, die geht völlig in Ordnung, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Okay. Und dann? Vogel zeigen ist natürlich, geht gar nicht. Ja. Das sind Dinge, die... Eigentlich hat er Glück gehabt, weil er jetzt nur ein Spiel gesperrt sein wird. Genau. Man hätte auch durchaus die rote Karte zeigen können, weil schwere Schiedsrichterbeleidigung mit dem Vogel zeigen. Hier war aber Schiedsrichter Schörnhofer gnädiger. Gibt es auch eine leichte Schiedsrichterbeleidigung, stelle ich mir gerade die Frage. Das war eine. Das war eine, ja. Laut, okay, die laut Schwere, lassen wir die Schwere thematisch weg. Rot gegeben. Ja. Aber Glück hat er gehabt, legen wir uns fest. Auf leichte oder schwere Schiedsrichterbeleidigung. André Ramaljo, ich hoffe, er hat Gerhard Grabert nicht beleidigt. Auf jeden Fall hat er ihm das Interview gegeben. André Ramaljo, haben Sie heute ein schlechtes Gewissen wegen Ihrem Ausschluss? Ja, klar. Man mag sowas nicht, einfach wenn man rote Karte bekommt. Das ist einfach so, insbesondere auf so ein wichtiges Spiel. Es tut mir wirklich sehr leid für die Mannschaft. Die Mannschaft hat wirklich super gemacht bis dahin. Also danach habe ich nicht viel gesehen, aber ich bin mir sicher, dass sie alle gekämpft hat und versucht, diese Sieg nach Hause zu bringen. Aber natürlich meine rote Karte hat die Mannschaft nicht geholfen.
Warum haben Sie sich hinreißen lassen zu dieser Geste? Weil man hat Emotionen einfach und das ist so ein Spiel, wo es viele Emotionen gibt von beider Seite. Ich bin mir sicher, dass ich bin nicht der Einzige, der sowas macht. Klar, ich sage nicht, das ist korrekt, ich sage nicht, das war eine schöne Geste, das ist sicher nicht, aber ich glaube, bei so einer Situation, wo ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften gute Chancen kreiert und alles, und ich glaube, konnte man vielleicht ein bisschen verstehen und einfach vielleicht ein bisschen Geduld haben und sagen, hey, pass auf, machst das nicht mehr. Oder so. Ja, ich habe selber mit ihm danach gesprochen, habe mich für ihn auch entschuldigt, aber ich denke einfach so, das sollte man vielleicht ein bisschen mehr Gefühl auf solche Sachen haben. Aber es hätte natürlich auch die rein rote Karte geben können. Müssen Sie fast ein bisschen froh sein, dass es eben nur gelb-rot war? Ja, stimmt. Ist wirklich so. Was? Wenn ich so beleidigt wurde, dann kann sein. Aber ich bin schon selber zwei gelbe oder ein rote, das ist ja gleich. Beide muss ich raus auf den Platz gehen. Und das war schade. Aber klar, bei einer roten gäbe es vielleicht eine längere Sperre, so stehen sie eben nur das eine Spiel. Was macht diese Niederlage? Ist das etwas, wo Sie sagen, okay, kann passieren, kein Beinbruch? Ja, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so gemeint habe mit Schiedsrichter erstmal. Also, ich bin eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Typ, sehr fairer Spieler. Aber klar, die Niederlage tut uns weh, klar, der erste in der Meisterschaft. Das tut Rapid gut, man verliert nie gern. Und ja, das nehme ich auf jeden Fall auf meinen Kopf, weil manche hat eigentlich sehr in Ordnung gemacht, während ich noch am Platz war. Und, also das tut mir wirklich sehr leid für die Mannschaft. Und ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, das zu korrigieren, dass es nicht mehr passiert. Okay, ist das Thema Ramaglio für uns Alfred Tata abgeschlossen? Ja. Okay, dann gehe ich mit Toni Pfeffer was analysieren. Toni, du hast dir drei Szenen herausgepickt. Ich möchte mal zunächst einleitend sagen, die Partie hat in der ersten Spielhälfte so den Verlauf genommen, wie man sich's möglicherweise auch erwarten hat können mit Salzburger Pressing. Ja, wir sehen hier eine Szene, das charakteristisch ist eigentlich für das Spiel der beider Mannschaften. Bei Rapid hier versucht man spielerisch herauszukommen, sofort das Pressing der Salzburger. Hier presst man wieder an, Dacker kommt hier zum Ball, muss klarerweise zurückspielen, aber auch hier sieht man charakteristisch für das Spiel. Was aber das Erfolgsrezept für heute war, war absolutes Nullrisiko auf Rapid-Seite von hinten heraus. Und das kommt in Szene 2 und 3, glaube ich, ganz sieht man gut hier in diesen beiden Szenen, wo eben, ja, hier wird zugestellt. Man will gar nicht sich in die Gefahr begeben, dass man irgendwelche gefährliche Dinge macht da hinten. Man stellt den Ball auf. Im Mittelfeld wird gerangelt um jeden Ball. Schaut natürlich nicht immer schön aus, ist keine Frage, aber wirklich bedingungslos wird versucht, eben kein Risiko einzugehen. Bei der zweiten Szene. Bei der zweiten guten Rapid-Szene. Sieht man auch. Hier hat Strebinger den Ball, er schaut einmal ein bisschen auf, spielt dann Sonnleitner den Ball hin. Was macht der? Der wird kurz attackiert und schon wieder wird der Ball aufgestellt. Im Normalfall ist Didi Kübauer einer, der vielleicht springt. Was kannst du sein noch? Gesicht analysieren? Er ist absolut zufrieden damit, was hier gemacht wird, nämlich null Risiko. Und das war eigentlich der Grund, warum auch Rapid heute gewonnen hat gegen Salzburg. Kübauer zufrieden. Danke für deine Analyse, Toni. Ich glaube, auch ein Stichwort für Gerd Grabert, der jetzt den Rapid-Trainer vor dem Sky-Mikro hat. Didi Kübauer, Gratulation zum Sieg über Red Bull Salzburg. Ihre Mannschaft ist die erste, denen das heuer gelungen ist, in Österreich zumindest. Welche Dinge von Ihrem Plan hat denn die Mannschaft besonders gut heute umgesetzt? Also jetzt zu sagen, dass das... Sie haben grundsätzlich wirklich das meiste gut gemacht. Dass man gesehen hat, dass Salzburg echt eine Top-Mannschaft ist, also da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Aber wir haben das wettmachen können mit Leidenschaft, mit Einsatz und haben eigentlich wirklich ein Top-Spiel gemacht. Und natürlich hat sich Salzburg dann geschwächt mit dem Ausschluss, das, was uns an die Karten gespielt hat. Aber wir haben heute gegen eine Top-Mannschaft gewonnen und ich muss der Mannschaft wirklich ein riesiges Lob aussprechen, weil das war nicht so einfach. Wenn wir noch über die Torschützen reden, Vetan Berisha hat er natürlich toll gemacht, war zwar völlig blank, aber idealer Kopfball. Und dann auch noch Stefan Schwab, wie gut tut das generell, wenn man eben auch diese Erfolgserlebnisse dazu bekommt?
Da geht es nicht um die Torschützen wiederum. Es geht einfach nur, dass wir heute dieses Spiel gebraucht haben. Es war ein wichtiges Spiel für uns, weil wenn wir heute nicht gewonnen hätten, beziehungsweise wenn es ein X wäre, es auch wahrscheinlich zu wenig gewesen. Und so bleiben wir noch im Rennen dabei. Und abgesehen, dass wir jetzt Salzburg geschlagen können, als erste Mannschaft und mit dieser Leistung. Und das sollte schon Kräfte freisetzen. Aber nächste Woche wartet St. Pölten, aber für uns war das jetzt wichtig und wir haben heute eben einen Gegner geschlagen, der wirklich gut ist und schlussendlich fast verdient, weil wir hinten außen wirklich gute Möglichkeiten gehabt haben. Was kann man jetzt mental auch kurzfristig schon rausziehen aus diesem doch großen Sieg heute? Na, grundsätzlich ist so, ich glaube, für die Spieler war es am allerwichtigsten, dass sie das heute zustande gebracht haben, dass sie einen Gegner geschlagen haben, der was wirklich gut ist, dass sie da wirklich in ihren Möglichkeiten echt gut gearbeitet haben, dass wir Salzburg zwar die bessere Mannschaft, aber wir auch erste Halbzeit unsere Möglichkeiten gehabt haben. Und ich glaube, das wird jedem Spieler Kraft geben für die kommenden Aufgaben. Wie lautet denn jetzt die Punktehochrechnung sozusagen in Richtung Meisterrunde? 4 Punkte liegt man jetzt zurück, also man hat zumindest schon mal 2 Punkte verkürzen können. Ja, ich würde es nicht großartig darüber diskutieren. Für mich ist es halt wichtig gewesen, dass wir drinbleiben sind mit einer Top-Leistung. Und das sollte wirklich sehr viel Kraft geben für die kommenden Aufgaben. Ja, schlussendlich fast verdient der Sieg, hat Didi Kübauer gesagt. Ich glaube, das war ein Versprecher, Alfred, oder? Das fast muss man wegstellen. Genau, hätte ich auch gesagt. Mara, schlussendlich verdient dieser Sieg. Ja. Wenn man alles einkalkuliert, die Ramalia-Dummheit, auch wenn er, wie er gesagt hat, Salzburg das vielleicht bessere Team war. Ja, trotzdem, auch eine bessere Mannschaft kann Spiele verlieren. Es ist ja kein Zweifel darüber, weil ein Spiel ja nicht auf dem Reißbrett entschieden wird, sondern durch die Aktivitäten der Spieler am Spielfeld. Und wenn einer seine Beherrschung verliert und andere dann noch nicht so organisiert sind und das Ganze sich sozusagen fortsetzt in der Kette eines Teams, dann wird es Schwachstellen geben und irgendeine Schwachstelle wird dann reißen und dann kommt eben der Gegner dann zu Torchancen und die werden auch verwertet. Und Rapid hat das wirklich gut gemacht. Das muss man auch einmal anerkennen. Rapid wurde sehr oft kritisiert. Heute kann man durchaus einmal positiv kritisieren. Und hat erstmals seit 2015, August war es damals, Toni, die Salzburger geschlagen, hat zuletzt vor 6 Jahren den Frühjahrsauftakt verloren. Also Rapid startet nicht schlecht in ein Kalenderjahr, was zumindest die Liga betrifft und ist eben, haben wir schon besprochen, nur noch 4 Punkte hinter dem 6. Platz. 3 Spiele sind noch ausständig. Hast du eine Hochrechnung? Die Kübauer wollte sich jetzt da nicht anschließen an diesen. Ich weiß nur eines und das ist hundertprozentig fix, dass es noch sehr, sehr eng wird. Und das ist natürlich für uns herrlich. Was sagt das Restprogramm? Wir sehen es gerade. Ich traue denen 9 Punkte zu. Ja, nächste Woche ist St. Pölten am Plan. Jetzt mit diesem Selbstvertrauen, ne? Durchaus möglich, keine Frage. Und wenn man Salzburg schlägt, ja, warum soll man dann nicht auch die anderen schlagen? Aber es müssen natürlich schon die anderen auch mitspielen. Was ist zu Salzburg zu sagen? Dass Lask 3 Punkte gut gemacht hat? Nein, zu Salzburg ist Folgendes zu sagen. Nur, sagen wir so, die größten Optimisten können erwarten, dass man eine gänzliche Saison ohne Niederlage bestreitet. Und ich habe im Vorfeld zu dieser Frühjahrsmeisterschaft ja schon meinen Kommentar in diese Richtung abgegeben, dass ich gemeint habe, bei bestem Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass Salzburg kein Spiel verlieren wird. Und das ist schon im ersten Meisterschaftsspiel geschehen. Das heißt, was Salzburg betrifft, das ist man noch in der Euroleague, man ist noch im ÖFB-Cup und jetzt in der Meisterschaft weiß man, dass durch die Punkteteilung ein LASK, der offensichtlich keine Schwäche hat, weil 6:0 und 3:0, 6:0 im Cup, 3:0 in der, 2:0 in der Meisterschaft, pardon, die schwächeln nicht. Die werden weiter von hinten Druck machen. Und wenn es dann zu dieser Punkteteilung kommt, dann ist etwas, was gewohnt war aus Salzburger Sicht, nämlich dass man praktisch schon in der 26. Runde den Meistertitel in der Tasche hatte, plötzlich wieder in der Schwebe. Daher für Salzburg wird das ganze Programm im Frühjahr und auch der Umstand, dass vielleicht diese Punkteteilung noch einmal eine knastige Sache wird, sicherlich in den Köpfen drinnen sein. Eine knastige Sache? Eine knastige Sache. Jeder in Österreich weiß, was das heißt. Ich weiß nicht, was das heißt. Marco Rose wohl auch nicht, aber der ist im Gespräch mit Gerhard Grabert wohl auch mit anderen Themen beschäftigt worden. Marco Rose, es passiert ja sehr selten, dass Sie eine Niederlage analysieren müssen. Wer oder was war denn heute schuld dran? Ja, Rapid hat 2 Tore geschossen und wir haben keins geschossen. Und damit sind wir da grundsätzlich immer im Kollektiv dran schuld. Weil wir natürlich alle die Möglichkeit haben, Tore zu erzielen und auch Tore zu verhindern.
Warum ist man leistungsmäßig halt nicht herangekommen an die Leistung vom Donnerstag zum Beispiel? Weil es nicht einfach ist, weil ich glaube, jeder gesehen hat, was für eine Intensität, was für ein Spiel wir am Donnerstag gespielt haben. Und ich fand die Leistung der Jungs heute nicht schlecht. Also ich glaube, dass wir im Positionsspiel sehr, sehr ordentlich unterwegs waren. Das Einzige, was wir gemacht haben, zu viele einfache Fehler in der ersten Halbzeit mit Ball. Aber wir haben hier bei Rapid mutig gespielt, haben Gegner auch im Griff gehabt, fand ich. Hatten die eine oder andere Möglichkeit. Zweite Halbzeit haben wir auch noch genug Möglichkeiten vorgefunden. Haben kein Tor gemacht, eine rote Karte, die dann natürlich dafür sorgt, dass du in der speziellen Situation, in der wir sind, was auch die Kraft angeht, dann ja, schwierig macht. Wie bewerten Sie die Aktion von Ramalho? Wird das noch gesondert besprochen mit ihm? Ja, natürlich arbeiten wir das intern auf. Werden wir drüber reden und dann geht's weiter. Speziell beim 0-1, wo eben Veton Berisha dann völlig blank war bei seinem Kopfball, hat man da vielleicht auch ein Abstimmungsproblem gemerkt, eben zwischen Valci und Onguene, weil die beide zum anderen Spieler gelaufen sind? Ich glaube, wir haben auch schon Kopfballtore in anderen Innenverteidigerkonstellationen gekriegt. Fakt ist, dass wir bei einer Flanke in der Box oder in die Box am Mann stehen sollten und das haben wir in dem Moment nicht gemacht und dann führt das dazu, dass du ein Gegentor bekommst. Ist das jetzt eine Niederlage, die irgendwas durcheinander wirbelt oder sagen Sie, okay, das muss man einkalkulieren, dass das auch irgendwann passiert? Wir rechnen grundsätzlich erstmal nicht damit und kalkulieren das auch nicht ein, sondern wir wollen immer gewinnen. Aber uns ist schon klar, dass es uns auch mal erwischen kann. Vor allen Dingen in der Konstellation, wenn du dann in Unterzahl zu Ende spielen musst. Das bedeutet, es wird uns nicht umwerfen oder auch nicht durcheinander bringen, sondern wir werden es anständig aufarbeiten und versuchen nächste Woche dann wieder mit vollem Tank drei Punkte.